Ja, hoho, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Und heute mit dabei, ganz in alter Frische, der Mischka als Nasir. Ei, gute zusammen. Und der Pölle als Jalte. Ahoi. Die Leopardin 202 als Fianna. Guten Abend. Und Rerion als Borealas. Seid gegrüßt, Brüder und Schwestern. Ja, wir spielen eine Runde DSA 5, allerdings ein uraltes Abenteuer-Kampagnenband, nämlich die Phileas von Saga. Wir befinden uns im Abenteuer die Kinder des Haranga. Harangas Kinder, ja. Genau, und das ist, ich muss jedes Mal nachgucken. Das fünfte Abenteuer von 12. Aber wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Unsere Helden suchen aufgrund einer Prophezeiung einen Seeschlangenzahn. Und haben zunächst versucht, Seeschlangen auf hoher See zu jagen. Das ist glücklich gescheitert. Also, ja, glücklich nicht, aber fürchterlich gescheitert. Dann sind sie mit einem zerstörten Schiff in die besetzte Stadt Boran gekommen und haben dort verschiedene Leute kennengelernt und sich neu organisiert und sind jetzt auf dem Weg mit örtlichen Piraten und Aufständischen die Seeblockade der Mittelreiche zu durchbrechen, um in den Süden von Maraskan vorzudringen, um dort den Friedhof der Seeschlangen, den legendären, einen Ort, wohin die Seeschlangen zum Sterben hinkommen, zu finden. Gewarnt wurden sie, dass es dort eine exische Ritualplatz oder eine exische Gebetsstätte oder eine Heiligenstätte der Echsenmenschen geben soll. Aber das stört eine großartige torvalische Crew ja nicht. Im Gegenteil, es stachelt sie erst recht an. Ja, und beim letzten Mal hatte ich eigentlich gesagt, dass hier irgendwie, dass ihr die Seelenblockade schon durchbrochen habt und ich wollte eigentlich heute dann so mit der Einfahrt in die Bucht von der Seeschlangen-Dings, anfangen. Und der Mischka sagte beim letzten Mal, keine Durchbrechung von der Besatzung, das ist ja irgendwie langweilig. Und jetzt habe ich gedacht, da hat er eigentlich recht und wir könnten eigentlich noch ein bisschen dazwischen packen und mal schauen, wie das Ganze denn vonstatten geht, wie man so eine Schiffsblockade denn durchbricht. Und ich
denke, ihr seid mit den Piraten um den Kapitän Kottnas. Nee, Moment. Doch, Kottnas Hahn. Seid ihr in eine kleine Piratenbucht vorgelagert vor der Stadt ja, zusammengetroffen, habt die Tiger von Maraskan bestiegen, ein schnelles, kleines, wendiges Piratenschiff. Und Kottnas Hahn hat euch wahrscheinlich noch jetzt, noch gerade, noch gar nicht wirklich an Bord willkommen geheißen. Deswegen starten wir da ja mit Phileason und allen anderen an Bord lauft, an Bord geht und den Kapitän Kottnas Hahn, den großen maraskanischen Piraten, kennenlernt. Der Mann ist eigentlich eine gar nicht so auffällige Gestalt. Wenn man ihn ansieht, ist er in so typische Seemannskleidung gekleidet, wie Jalte oder der Kapitän sie vielleicht auch schon länger kennen. Gar nicht wirklich als Maraskaner zu erkennen. Er trägt ein Schnauzbart, lange Haare, eine große baumelnde Ohrringe und hat einen großen Säbel umgeschnallt und hat eine Pluderhose, wie die Ptolemiden sie sonst tragen, mit einem großen, breitkrempigen Gürtel um den etwas, ja, der ist nicht dick, der Bauch, aber er hat einen leichten Ansatz und auf dem Kopf hat er ein großes Stirnband und was seine Haarpracht so ein bisschen bändigt, die Haare sind leicht fettig. Er wirkt eher wie ein kampferprobter Matrose, anstatt wie ein auf den bis jetzt auf bisherigen Schiffen kennengelernten mittelreichischen Kapitänen, die was auf ihren Stand geben. Und das scheint bei ihm überhaupt nicht so der Fall zu sein. Ja, es scheint wirklich sich auch in seine Crew anzupassen und eher einer vom Volk zu sein. Sich nicht viel auf sein Kapitänsamt einzubilden. Was Jalte und Phileason, Raluf und Omvölker natürlich total gefallen dürfte, denn das sind sie aus Torval natürlich auch gewohnt. Das wohl. Endlich mal ein Jedmann, der sich nicht vor seiner Mannschaft versteckt. Er geht auf und ab an Bord und beachtet euch zuerst gar nicht, wie er die große Planke, die man von dem kleinen Steg an dieser Bucht irgendwie auf das Schiff draufgeworfen hat, damit man an Bord übertreten kann. Damit man halt rüberkommt. Und beachtet euch zunächst gar nicht. Und dreht sich dann aber dann, als ihr mit der kompletten Gruppe halt an Bord gegangen seid, dann doch um, weil das ist ja nun eine doch etwas größeres, eine größere Menschenansammlung. Ja. Boreanaz kennt den Mann vielleicht sogar. Also vielleicht nicht persönlich, aber der ist eine bekannte Größe in Boran. Nicht zuletzt, weil er maßgeblich dafür sorgt, dass die das Waren durch die Besatzungslinien hindurch geschmuggelt werden können. Früher war... darf ich ganz kurz für mein Kopfkino, ne? Wer kommt da jetzt alles mit? Ja. Also wir ist klar, aber die komplette Mannschaft von Phileason, was irgendwie, weiß ich nicht, 40 plus Nasen sind? Ihr seid ja generell ja nicht mehr vollständig. Also ihr seid ja Phileason, Omvölker, Shaya, Inu, Raluf, euer hier Abdul. Ganz wichtig. Genau. Hein, genau. Ja. Und dann, das war's, glaube ich, auch schon. Ne? Köchin auch nicht mehr? Nee. Ja. Und okay. Ihr halt. Merkwürdigerweise fehlt euer elfischer Freund, den ihr irgendwo in Boran vergessen habt. Gut, dass wir den Borealas dabei haben. Wieso? Damit wir nicht einen zu kurz sind.
Ach so, okay. Einfach. Ja, Entschuldigung, ich war gerade bei Borealas, der den Mann vielleicht vom Hörensagen kennt, vielleicht sogar ein bisschen achtet, weil er dafür gesorgt hat, dass Boran halt standhalten kann und die Bevölkerung nicht sonderlich leidet. Ja, ansonsten schreitet der Mann mit stolz geschwellter Brust auf euch zu und stellt sich euch als Kottners Hahn vor. Ohne Kapitänstitel. Ja, Verbeugung. Den Zweifel zu Gruße. Ich gucke nochmal kurz. Kapitän Kottnassan. Ah. Ja. So nennt man mich wohl. Einer muss ja hier das Sagen haben und ein bisschen aufpassen, dass die Matrosen keinen Unsinn machen, nicht wahr? Besonders der Schiffsjunge oder das Schiffsmädchen. Der Gott Arvus muss dafür gesorgt haben, dass wir unsere Wege kreuzen. Wir benötigen dringend eure Hilfe und danke, dass ihr sie uns gewährt. Bei was kann ich euch denn genau helfen? Wir müssen wohin segeln? Genau zu einem soweit ich es verstanden habe, nicht gerade unriskanten Ort an eurer schönen Insel. Ein riskanter Ort auf Maraskan. Ja. Er schaut so Richtung Borealas, der am ehesten noch als Maraskaner ja zu erkennen ist. Gleich hat so ein Grinsen auf dem Kopf, auf dem Gesicht. Bruder Schwester, er spricht tatsächlich nicht vom Gasthaus Treibgut. Ah, aber das ist doch der gefährlichste Ort hier. Ja. Nein, in der Tat müssen wir zum Friedhof der Seeschlangen. Ah, im Süden. Oh, das sind gute 3 Tage Fahrt auf hoher See. Das soll das Problem nicht sein, aber ihr könnt uns dorthin bringen. Ich würde ja gerne sagen, es ist gar kein Problem, euch an Bord zu nehmen und dorthin zu segeln, aber nun ja, die Kaiserlichen. Es soll euer Schaden nicht sein. Solltet ihr als gewiefter und erfahrener Kapitän einen Weg wissen, sind wir natürlich bereit, dafür euch zu entlohnen. Oh, meine Ohren sind gespitzt. Wie die eines Elfen. Eine Belohnung ist natürlich immer sehr gut drin. Wer sagt mir eigentlich, dass ihr nicht hier einfach an Bord kommt und euch das Kopfgeld abholen wollt? Ich guck so Richtung Fianna. Welches Kopfgeld? Also fragen du Fianna davor und sagt, ich bürge für das Schätzchen hier. Ah. Was? Ich weiß nicht, wie man Kopfgeld schreibt und das meine ich ernst. Dieser Fürst Herdin hat eine große Summe Dukaten auf meinen Kopf ausgesetzt, dieser Drecksack. Weil Borealas legt mal den Kopf schief. Wie aber gehört das nicht zum Leben eines Piraten dazu, dass ein Kopfgeld auf einen ausgesetzt ist? Das ist doch eine Ehre. Dass ihr eure Arbeit gut erledigt. In der Tat. So kann man es natürlich auch sehen. Allerdings, wenn man in eine Belagerungslinie hereinfährt, die ausschließlich aus kaiserlichen Kriegsschiffen besteht. Kottners, euch ist doch immer etwas eingefallen. Das ist ja nicht die schlimmste oder nicht die erste Block. Oder Schwester. Ja, er setzt so ein suffisantes Lächeln an und pult dann so ein bisschen an seinem Schnauzbart herum und meint dann, ja, das ist wohl richtig. Aber wir waren bei der Belohnung. Was habt ihr euch vorgestellt? Also, man merkt so, wie Borea das so zuckt, als er fragt, was habt ihr euch denn vorgestellt? Aber sagt nichts. Er fragt ja auch den Captain Kottners. Ja, genau.
Ich denke, eine großzügige Handvoll Dukaten sollte das Mindeste sein. Wie groß ist eure Hand denn? Wie viele Finger zählt sie? Hält so seine Hand auf. Die ist schon so eine größere Hand. Nicht so eine Pranke wie Raluf oder Jalte sie haben, aber schon eine große Hand. Als du fragst, wie viele Finger die Hand zählt, grinse ich ein bisschen. Ich bin mit euren Gebräuchen nicht gerade sehr gut vertraut. Was heißt denn genau eine gute Handvoll bei euch? 50, 100, 150? Ich nehme das, was ihr entbehren könnt. Das ist ein Angebot. Ich glaube, wir leeren immer noch die Kasse, oder? Mhm. Bei den Kapitän an. Schaut dich zurück an, meint dann, was sind die letzten Dukaten, die wir haben? Was haben wir denn? Ich würde mal auf Torwald fragen, damit er das mitbekommt. Mhm. Ja. Ich denke, ihr habt noch so 70 Dukaten. Und, darf ich das mal kurz einordnen? Das ist ziemlicher Reichtum, 70 Dukaten. Ja. Ja, er will eine Handvoll haben. Okay. Phileasson geht zu ihm hin und drückt ihm halt so seine Hand hin. Ihr habt irgendwie jetzt keine Ahnung davon, wie viele Münzen er ihm jetzt da in die Hand gedrückt hat. Anfänger. Und Kottnas meint dann so, eine Sache dann noch, außer dem Geld. Hier auf Maraskan, auf der See, zählen die maraskanischen Gesetze, wisst ihr? Die wären. Und wenn ihr an Bord meines Schiffes seid, seid ihr auch Teil meiner Mannschaft. Hm? Ich gehe mal davon aus, dass ungefähr alle Torwaller mit der Schulter zucken. Das heißt das auch, heißt, wenn, was genau? Das heißt auch, wenn wir in ein Seegefecht verwickelt werden, werdet ihr alles tun, damit dieses Schiff nun siegreich hervorgeht. Mal. Ich guck mich um. Was sollen wir sonst tun? Sollen wir daneben stehen? Volker legt dir so die Hand so auf die Schulter und meint so, er meint, dass es sein könnte, dass wir im Mittelreich dann als Piraten gesucht werden. Torwald, oder vielleicht hat er Angst, dass wenn wir Horasia wären, dass wir fliehen würden, sobald wir ein Gefecht sehen. Genau. Sonst noch weitere Bedingungen, was es heißt, bei euch in der Mannschaft zu sein, außer mit kämpfen zu müssen und mit arbeiten zu müssen? Ich denke, ihr solltet euch dem bewusst sein, dass ihr als Teil meiner Mannschaft euch in den Augen der kaiserlichen Mittelreicher, der Karejas, mehr als, einen Namen verdient. Boreal, hast du, wirft mal einen Blick zu Fiala rüber. Was denn? Ja, passt schon. Ich versteck mich. Genau das sollte wohl nicht der Fall sein. Hier wird sich nicht versteckt. Was Kottnas Hahn meint, Bruder Schwester, ist einfach, das ist auch deine Aufgabe sein. Du bist gemutet. Gehen, wenn wir erschienen werden. Passt gerade weg. Ja. Nach Aufgabe sein. Aufgabe sein, mit all deinen Kräften gegen die Mittelreicher vorzugehen. Also gegen deine Leute. Er grinst. Ja. Das fällt mir nicht leicht. Aber ich gehöre wohl zu dieser Gruppe jetzt, ne? Im Namen von Ruhm und Ehre und für unsere Schiffsgemeinschaft. Okay. Ein Haufen torvalscher Söldner, eine Garitsche als guck dich so an,
Schiffsmagierin, ein Geweihten des Reisegottes und naja, eine Geweihte des Herdfeuers. Was kann da schon schief gehen? Frage, Kotnasan, habt ihr vor, euren Weg frei zu kämpfen durch die Linien? Ich hatte gehofft, ihr wisst irgendwie einen Pfad, den sie nicht kennen. Ich hab da so meine Pläne. Aber es kann immer sein, dass die Garijas etwas tun, was ich nicht vorhergesehen habe. Das ist natürlich immer möglich. Ja. Nun, Schiffsmagierin, ihr könntet euch direkt mal nützlich machen. Wisst ihr, seid ihr bewandert in der Wettervorhersage? Nicht so richtig. Also wenn Regenwolken sind, wird es höchstwahrscheinlich regnen. Wenn die Sonne scheint, ist trocken. Und viel weiter darüber hinaus geht's ehrlich gesagt nicht. Aber unser guter Freund Nasir hier, der kennt sich da besser aus. Ich habe in der Tat dort einige Kenntnisse. Wir wissen, wie das Wetter in nächster Zeit ist, oder? Ja, das würde zu meinem Plan dazugehören. Hier in Maraskan, um diese Jahreszeit, gibt es öfters mal Stürme, wisst ihr wissen. Wenn ich meinen alten Knochen Glauben schenken darf. Lasst mich die See und den Himmel ein wenig beobachten und ich werde euch Auskunft erteilen. Dann würfelt doch mal. Das Wohl. Ich hatte es doch eben. Der Weise sagt, Menschen stolpern nicht über Berge, sondern über Hügel. Oh, ein sehr guter Wurf, würde ich sagen. Ja. Viel besser geht ja gar nicht. Runter, diesmal geht es ja ausnahmsweise mal gut los. Und das sind 3 QS. Mhm. Ja, in der Tat würde Nasir aufgrund der ihm eigenen Eingebungen schwer davon ausgehen, dass ein Sturm aufzieht. Von welcher Richtung oder? Ja, vom Meer aus gegen die Küste wird er wohl wahrscheinlich prallen. Ich habe leider keine guten Nachrichten, oder wenn man es so sieht, für euch doch gute, eure Knochen trügen euch nicht. Von dort draußen seht ihr diese Wolken, die nach hinten wirbeln und dunkler werden. Die kommen auf uns zu, es wird ein Sturm aufziehen. Sehr gut. Ich wollte ein bisschen testen, ob ihr wirklich was taugt von Bord. Aber warum sind das denn schlechte Nachrichten, mein Freund? Tja, vielleicht ist es auch gut, wenn ihr eine Ablenkung für die Garijas braucht, in der ihr segeln könnt, ist der Sturm für euch wie gerufen, nehme ich an. Wisst ihr, die kaiserliche Flotte besteht aus großen Kriegsschiffen. Sehr wendig, nehme ich an. Sie werden alle Hände voll damit zu tun haben, ihre Schiffe vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen. Es ist unsere Chance, durchzuschlüpfen, während der Wind sein Übriges tut. Das heißt aber auch, dass wir rudern müssen, wie die Torvaler. Ich lächle die Alte an. Zum Glück haben wir ein paar davon. Ich guck mich so um. Wo? Torvaler? Anders, hier mittlerweile müsstest du doch echt Witze verstehen, oder? Nein, sorry. Ja, ist irgendwie... Manchmal... Torvaler-Humor arbeite ich noch dran. Ich kann dir gern was über Tulamiden-Humor beibringen. Zumindest komm, erzähl mal, Tulamiden. Tulamiden.
Der ist nicht besonders gut. Nein, mir fällt auch gerade keiner ein. Ich war jetzt gerade... Borealas schaut also von einem zum anderen. Wie viel Horasia braucht man, um eine Fackel von der Wand aus der Halter zu wechseln? Haben die nicht Angst vor Feuer? Ganz genau. Ah! Sehr gut. Und hau dir so auf die Schulter. Jawohl! Ein wahrhaft großer Mann verliert nie die Einfachheit. Ja. Okay, was sind unsere Aufgaben? Ja, für was bietet sich Jalte denn an? Rudern. Rudern, da gibt's genug zu tun, ja. Zu reparieren gibt's ja gerade nichts. Nein. Im Gegenteil, das Schiff ist in allerbesten Zustand. Dann würde ich rudern, ich würde die Segel raffen. Mhm. Wir rotieren ja normalerweise mit den Aufgaben. Kann einiges. Wie sieht das mit den anderen aus? Was würdet ihr tun? Ja, irgendwas. In den Wanden, Seile, Taue, Knoten oder so. Irgendwas, wo man Geschicklichkeit braucht. Bin schon ein bisschen aufgeschnappt. Mhm. Borealas? Ja, ich guck gerade mal. So. Möglichst wäre Krähennest. Mhm. Da haben wir schon wen. Das ist auf jeden Fall ansonsten. Rudern, am Ruder brauchen wir noch Leute. Im Zweifelsfall auch Ruder. Gegen den Sturm an Rudern, Bruderschwester. Gegen den Sturm an Rudern. Es bricht der Baum, der sich nicht beugt. Ja. Ey, ich wollte gerade anbieten, dass ich dir helfen kann, ne? Aber bei den Sprüchen kann ich echt nicht wissen. Gut. Und die Dame und die andere Dame. Also im Zweifelsfall kann ich auch rudern. Ich weiß nicht, ob ich sonst gerade Gelegenheit habe, so wirklich nützlich zu sein. Ich warte aber auf meine Gelegenheit gerne. Mhm. Vielleicht solltet ihr dem Kapitän sagen, Fianna, dass ihr, wenn ihr eure Höchstleistung im magischen Bereich erbringen sollt, wenn es nötig ist, absolut ausgeruht sein müsst. Ihr bringt nicht viel, wenn ihr dann vom Rudern müde seid. Das stimmt. Willst also auf allerdings der faulen Haut liegen? Gemerkt, dass das nie so gut fürs Gruppengefüge ist, wenn man sich da völlig rauszieht. Aber ihr werdet es sehen, wenn sie ihre magischen Kräfte einsetzen, euch euer Leben rettet, so wie es sonst nur 20 andere Söldner können. Eine Feuerlanze gegen die Garreja Galeeren, das wäre schon ein schöner Anblick. Ich guck Fianna an, grinse. Das kann ich. Aber nur, wenn ich richtig fit bin. Hm. Gut, dann ab in die Takelage oder an die Ruder. Müssen schauen, dass wir möglichst weit raus sind, bis der Sturm einsetzt. Gut, dann gehe ich in die Takelage, weil von da kann ich besser die Situation überblicken und weiß, wann ich mich wappnen muss und vorbereiten muss auf den Zauber. Mhm. Ja, und wie Nasir vorausgesagt hat, ihr verlasst mit der Tiger von Maraskan die kleine Bucht. Und tatsächlich, je schneller als ihr anderen vielleicht denkt und genau wie Nasir das vorausgesagt hat, zieht schnell das Unwetter mit seinen dunklen Wolken sich zu einem ausgewachsenen Sturm zusammen. Und am Horizont ist auch schon die Belagerungslinie der Galeeren der kaiserlichen Flotte zu sehen. Also ich setze mich dann beim Rudern an das längere Ende bei Borealas. Mhm. Hätte ja nur so dünne Arme. Ja. Ja, und während wir dann, also wir segeln ja wahrscheinlich erstmal aus dem Hafen raus, ja. Ne, also solange der Sturm noch nicht da ist.
Ja, das da wird, haben wir ja so ein bisschen. Wird sich dann auch vor See ändern, dass die Winde dann so stark zunehmen, dass die Segel halt euch eher nach hinten wegdrücken. Ihr Manöver fahren müsst ohne Ende. Also ihr müsst halt kreuzen dann, damit ihr gegen den Wind vernünftig anfahren könnt. Aber das wird euch, je näher ihr der Belagerungslinie kommt, eher von eurem Kurs abbringen. Deswegen befiehlt der Kapitän schnell, die Segel zur Sicherheit einzuholen und sich nur auf die Ruderkraft zu verlassen. Und man merkt relativ schnell, dass die Tiger von Maraskan wirklich ein kleines, wendiges Schiff ist. Mit Muskelkraft angetrieben ist sie enorm, auf den ersten Metern enorm schnell. Der Schiffstrommler ist ein ausgebildeter Taktgeber, der es genau versteht, die Kräfte der Matrosen genau einzuteilen. Er weiß ganz genau, dass, wenn ihr euch jetzt schon verausgabt, ihr in der Situation, wenn ihr die Linien dann durchbrechen müsst, wahrscheinlich nicht mehr schneller rudern könnt. Das heißt, ihr fahrt einen langsamen Kurs genau auf die Galeeren zu. Und Fianna kann ja von der Takelage aus, oder Borealas, wenn er da auch irgendwie hin will, habt ihr einen guten Überblick über dieses über den dunklen Horizont mit den schwarzen Wolken, diese großen Galeerenschiffe, die sich irgendwie aus dem Horizont und vor den dunklen Wolken herausschälen. Und ihr seht halt, dass da auch an Bord Betriebsamkeit ist. Und die hohen Wellen, die die Schiffe auf und hoch und runter ziehen, ihr seht halt, dass die ziemlich in Seitenlage bekommen. Und anscheinend die Galeeren tatsächlich ein Problem damit haben, nicht zu kentern. Also sie müssen beidrehen und den hohen Wellen halt sich entgegenstellen, um nicht umgeworfen zu werden. Das heißt, da ist auf jeden Fall Platz zwischen den Galeeren. Und zwar mehr Platz, als ihr vorher gedacht hattet. Du bist gemutet, wenn du was sagen möchtest. Ich habe mich nur gefreut hier. Ich würde trotzdem vielleicht jetzt, je weiter wir drauf zugehen, aus der Takelage wieder runterklettern, weil ich zum Zaubern doch irgendwie ein bisschen vernünftigen Stand brauche und auch nicht irgendwie da so mit einer Hand irgendwo im Netz dazwischen irgendwie gut zielen kann. Von daher würde ich mich unten in Position bringen, falls ich irgendwie kampfestechnisch gebraucht werde, dass ich da dann auch unverzüglich einsetzbar bin. Ja. Macht doch alle mal eine Probe auf Boote und Schiffe und dann sammeln wir mal Erfolgsgrade oder Qualitätsstufen. Einmal nach dem anderen. Erstmal der Nasir. Das sieht gut aus. Bis auf die 19. Nicht geschafft. Chip? Nee, nicht geschafft. Chip oder kein Chip? Bringt bei mir nicht so viel, weil da sind die Attribute nicht so... Oh, warte mal. Nee, die Attribute können nicht so gut. Ich habe nicht viele Punkte drin. Also ich würde da nicht viel reißen. Okay, dann kann der Nasir ja mal beschreiben, woran es denn hapert beim Bootefahren jetzt gerade bei ihm. Ja, wahrscheinlich den Rhythmus zusammen mit dem Kraftaufwand zusammenzubringen. Und dann hat man dann, dass eine Welle kommt, das Paddel hochschlägt. Also er quasi fast gegen den Rhythmus rudert und da nicht reinfindet und den Vordermann behindert, gegen sein Paddel mal schlägt, wenn der zurückgeht und mal sehr da vorne. Man hört die Befehle des Trommlers brüllen. Elender Gewitscher, bleib im Takt! Entschuldigung! Und Borealas? Versuch's! Der hat doch nicht mal einen Punkt in Boote fahren, weil der... Macht ja nichts. Kannst ja eine Qualitätsstufe beisteuern, wenn du Glück hast. Weil der ja, ne, ist ja ein Fest im Maraskan. Lebt ja noch. Das sieht gut aus. Ne? Ich. 2, 5, 5. Das gibt eine Qualitätsstufe. Schaut mal, wie Jalte das macht. Ja. Schaut das genau richtig ab. Sehr schön, ja. Karecha, guck dir denn an! Guck dir unseren maraskanischen Freund an, wie der das macht! Ja, mach schon, mach schon!
Kein Problem, Ruderschwester! Was, Ruderschwester? Jetzt geht's aber los hier. Ja, in dem Moment fahrt ihr halt so eine Welle halt hoch und ihr seid fast auf einem, nicht ganz 90 Grad Winkel, das wäre ein bisschen zu krass, aber halt so 60, 70 Grad bestimmt an der Welle hoch. Und Jaltes Kraft ist gefragt, um das dann Zug dagegen zu halten, damit er über die Welle drüber rudert. Ah. Gucken, was der Jalte so kann. Boah, easy. Oh yeah. Ja, 3. 3 Qualitätsschulen, warte, insgesamt schon 4. Ja, gucken wir mal, ob wir auf 5 kommen mit Vian, aber ich denke, sie hat in Boote fahren auch nicht besonders viel. Die 16, was ist denn das? Die 16, Fingerfertigkeit. Die macht's kaputt. Ja, aber das chippe ich jetzt. Okay. Das andere ist so gut. Die 16, das lasse ich drauf ankommen. Mhm. Das könnte klappen. Ja. 12? Jawohl. Reicht. Eine. Okay, eine Qualitätsstufe. Ja. Also hier selbst die Frauen scheinen vernünftiger zu rudern als du. Ja. Ihr schafft es über die Welle hinweg. Und seht dann, als ihr in die Talfahrt der Welle hineinschießt und dadurch das Schiff sich natürlich noch mal einiges beschleunigt, dass Kottnars Hahn hinten am Steuerruder steht, wenn ihr euch ein bisschen umschaut und anscheinend genau getimt zu haben scheint, wann ihr diese Welle, wann die Welle kommt und wann ihr drüber fahrt. Ihr seid zuerst ein bisschen mit der Welle mitgedriftet und seid dann hochgefahren und jetzt genau in diese Schussfahrt hinein. Die gibt euch einen wahnsinnigen Schub. Ihr seht neben euch 2 Galeeren der kaiserlichen Flotte, wie sie versuchen halt beizudrehen und von dieser großen Welle nicht erfasst zu werden. Eine davon wird aber allerdings gerade ein bisschen mitgespült. Die andere hat es gerade so geschafft. Und als ihr dann ins Tal der Welle hineinschießt und der Taktgeber an den Rudern noch den Takt noch beschleunigt, seid ihr sicher, dass ihr hier jetzt einen massiven Durchbruch gegen die Linie der kaiserlichen Flotte geschafft habt? Ihr seht die großen Rotzenkatapulte, die an die Galeerenwand angebaut sind bei den kaiserlichen. Ihr selber habt kaum Bewaffnung, zumindest nicht irgendwie für ein Hochseemanöver, Krieg irgendwie an Bord. Und wenn die jetzt genug Mann und Frau hätten, die diese Geschütze zu bemannen, dann wäre es um euch geschehen. Allerdings, der Sturm ist euer Freund in diesem Fall und vor allen Dingen die gute Manöverfähigkeit eures Kapitäns. Und so schafft ihr es, euch durch den Sturm zu manövrieren. Kurzzeitig versuchen die Galeeren, wo ihr durchgebrochen seid, euch noch zu verfolgen. Aber die sind wesentlich leichter gebaut als das maraskanische Schiff. Das maraskanische Schiff, auf dem ihr seid, ist zwar wesentlich kleiner und dadurch insgesamt leichter, aber hat einen tieferen, einen Tiefgang, der das Schiff stabiler im Wasser hält. Und die Galeeren sind halt, sie haben wenig Tiefgang, damit sie auch in untiefem Gewässer halt noch gut manövrieren können. Das hilft ihnen aber jetzt, wo der hohe Wellengang ist, nicht besonders gut. Und ihr schafft es wesentlich einfacher mit eurem Rudermanövern über die Wellen hindurch durch den Sturm zu fahren. Und durchbrecht nicht nur die Blockade der Mittelreicher, sondern schnell verlieren sich die Galeeren hinter euch am Horizont. Ja. Und alsbald, als der Sturm sich dann nach einigen Stunden legt, ist das Wasser hier vor Maraskan wieder ruhig. Und ihr nehmt die Fahrt die Küste entlang Richtung Süden wieder auf.
ein bisschen gezeichnet von den von den schweren Manövern, vielleicht mit mehr Muskelkater bei dem einen oder dem anderen. Und ziemlich ausgelaugt wahrscheinlich. Die Zwölfe seien gepriesen. Wir haben es geschafft und das ohne Verluste. Kotnasan tritt zu euch und meint, ah, verdammt, wir konnten keine von diesen Galeeren vernichten. Warum habt ihr keine Feuerlanze abgeschossen, Fianna? Hedmann, sie waren mit Rudern beschäftigt. Ihr habt ihr aufgetragen zu rudern. Ja, das war ja auch richtig so. Ich dachte, Magier... Eins kann ich bloß. Magier können beides. Wo ist überhaupt dieser andere Magier, den ihr hinterm Wort geschafft habt? Das ist eine gute Frage. Der sitzt Abdul, dein Typ wird verlangt. Der sitzt an so einem Ruder und schaut das so an und tippt so mit dem Finger dagegen. Bewegt sich das Ruder von dem Typen? Nee. Aber er macht irgendwie einen normalen Eindruck, nicht, dass er irgendwie jetzt, keine Ahnung, durch in Anführungszeichen Sklaverei da jetzt eine Macke kriegt und sich an früher erinnert. Ja, schwer einzuschätzen, aber es scheint halt gerade interessiert, dieses Ruder zu beobachten, das halt so Kreise zieht, weil es halt nicht bewegt wird, sondern sich halt von dem Meerwasser mittreiben lässt. Das heißt, es ist ständig in Bewegung und zieht halt so. Alle anderen Ruder wurden eingezogen. Kotnas steht dann so mit verschränkten Armen vor Abdul und so. Wie wär's mit Ruder einziehen, mein Freund? Mein Freund. Er sprach mich als Freund an. Mögen, Abdul. Bitte? Er scheint dich zu mögen. Ja, natürlich. Wie kann man mich denn nicht mögen? Ja, sagt er, dein Freund. Ruder einziehen. Wohin denn einziehen? Sieh doch, wie es alle anderen Männer machen. Ja, das wie eben im Sturm. Es wäre viel einfacher gewesen ohne das Rudern. Ich hätte vielleicht den Sturm stillen können. Ein Luftelementar, das wäre es gewesen. Vielleicht beim nächsten Sturm. Ja, beim nächsten Sturm. Aber erst das Ruder einziehen. Er stellt sich so an das Ruder. Und zieht er dran. Geh ihm zur Hand. Ja, zieht er mit gemeinsamer Kraft das Ruder an Bord. Ja. Ja, die restliche Fahrt an der Küste entlang ist relativ ereignislos. Was ihr wohl mitbekommt, ist, dass einige der mittelreichischen Schiffe euch zu verfolgen scheinen. Allerdings ist der Kapitän so, so gewieft, sich irgendwie an der Küste entlang irgendwie zu schleichen, durch Untiefen durchzumanövrieren, sodass ihr immer wieder einen Vorsprung herausfahren könnt gegenüber den Galeeren. Und dass sie eigentlich immer so in Horizontweite von euch entfernt bleiben. Allerdings, sie verfolgen euch. Zumindest ein Schiff. Nach anderthalb Tagen ist es klar, dass ein Schiff abgedreht hat und noch ein Schiff euch verfolgt. Wenn wir lange genug fahren, dann hängen wir sie ab. Wir könnten die Insel ja einmal umrunden. Ja, ich denke, wir sind wesentlich schneller, oder? Ja, genau. Mittelreichische Schiffsbaukunst. Wie ist das bei euch Torvalan? Ich habe schon einige torvalische Schiffe gesehen, damals, wo die Belagerung noch nicht so war. Da sind einige aber uns angelegt. Habt doch auch eher diese flachen Schiffe, nicht wahr? Du bist gemutet, wenn du was sagen willst. Ja, dann weißt du doch Bescheid. Es kann ja sein, dass ihr das inzwischen geändert habt. Na. So. Ich denke,
um die nächste Landzunge dort vorne herumfahren. Das wird einiges an Zeit kosten. Hier sind Untiefen. Aber wenn wir die umrundet haben, dann halten wir uns landeinwärts und dann müssten wir morgen den Friedhof der Seeschlangen erreichen. Ich werde euch nicht ganz ans Ufer fahren können. Dafür hat unser Schiff zu viel Tiefgang. Habt ihr Beiboot oder müssen wir schwimmen? Ja, wir haben ein Beiboot. Gut. Ja, dann kann Borealas doch rudern, oder? Der hat doch heute echt gezeigt, dass er das kann. Nur noch mal, um sicher zu gehen, Kapitän. Es wurde, glaube ich, bis jetzt nicht explizit erwähnt, aber er wartet auf uns und bringt uns wieder zurück, oder? Wenn wir können. Kann sein, dass uns die Garejas etwas straucheln. Wir versuchen, sie in Trab zu halten. Wenn wir hier vor Anker gehen, naja, kriegen sie uns sehr schnell ein. Wir werden in Bewegung bleiben müssen. Ja, das ist kein Problem. Aber ihr könnt uns von der Küste aus ein Signalfeuer anmachen, dann wissen wir, dass wir euch abholen sollen. Der Borealas schaubert zu Yalte, zuckt mit den Schultern. Der wahrhaft Weise weiß, dass er immer lernen und sollte. Ja, dann können wir ja gleich weiter deinen Bizeps trainieren. Guck mal so drauf. Nun über Nacht ist noch nie aus einem Käfer ein Brüllkäfer geworden. Zeit. Ja, nach insgesamt 3 Tagen auf Meer, auf der See jetzt, erreicht ihr mit der Tiger von Maraskan diesen Küstenstreifen im Südosten der Insel, von dem ihr vermutet, dass es der Friedhof der Seeschlangen ist oder von dem er euch gesagt hat, dass es der Friedhof der Seeschlangen ist. Hier ist es wirklich schwer zu sagen, also gerade für die Leute, eigentlich alle außer Yalte, die nicht viel mit Navigation zu tun haben. Ihr könnt kaum sagen, wo denn die Inseln hier anfängt und wo das Meer beginnt. Also die Übergänge sind hier sehr fließend. Viele, viele Untiefen. Das Wasser ist brackig, liegt ruhig, kaum Wellen. Einige Male fahrt ihr an Wasserteilen vorbei, auf die merkwürdige Struktur zu haben scheinen. Und es ist hier sehr schnell deutlich, Yalte, für dich am besten als alten Seemann, hier schwimmt etwas auf dem Wasser. Zuerst hast du gedacht, das wäre ein Felsen, der aus dem Wasser ragt vielleicht, aber da schwimmt etwas auf dem Wasser. Also, das so aussieht wie Felsen. Das heißt, es ist nicht Grütze oder so. Ja, es ist, wenn du näher hinguckst, Tang. Und zwar nicht nur ein bisschen Tang, sondern ein Riesenfeld-Tang. Sowas hast du vorher noch nie gesehen. Also, dass man Tangfelder auf See in der Nähe von einer Insel oder so mal, da bist garantiert schon mal dran gestoßen, aber nicht in diesen Ausmaßen. Ein großes Feld, schwimmende Teppiche aus Tang. Tote Bäume stecken darin und ragen teilweise wie so skelettartige Finger aus diesen Tang-Dingens heraus. Es sieht vielleicht sogar ein bisschen danach aus, als ob es jemanden tragen könnte. So Fianna, wenn die wiegt ja nicht sonderlich viel, die könnte hier vielleicht sogar aussteigen und da drüber laufen. Aber das bedeutet ja erstmal, dass wir da nicht so weiterkommen, ne? Weil genau. Wir Boot ziemlich ruinieren, wenn wir da reinfahren. Ja. Der Kapitän umfährt diese Felder aber auch ziemlich geschickt. Und jetzt verstehst du auch, warum er sagt, dass er halt die Kaiserlichen hier gut ausmanövrieren kann. Weil wenn man sich hier nicht auskennt und durch diese Tankfelder keine Wege weiß, dann wird es schwierig. Ja. Ihr nähert euch immer weiter der Küste und seht dann irgendwie eine Felsklippe vor euch aufragen,
direkt an die Küste dran gewachsen, in großem, mangrovenartiger Dschungel. Und man hört die Dschungelgeräusche bis aufs Meer hinaus, also Papageien und alles Mögliche, Knarzen, Krächzen. Was ein bisschen ein eigenartiges Gefühl vielleicht in dem einen oder anderen hervorruft, der das nicht kennt. Es wirkt so ein bisschen, als ob dieser tiefe Dschungel euch auf das Meer hinaus irgendwas zurufen wollte, in einer fremden, unbekannten Sprache. Und ich höre es ganz deutlich, bleib weg! Ja, so ähnlich klingt es, ja. Und, ja. Nach einiger Zeit entdeckt ihr zwischen diesen Felsklippen, die ja aufragen und auf deren Kopf dieser Dschungel ist, einen großen Durchlass. Da könnten bestimmt 4 bis 5 Schiffe von euch seitlich nebeneinander reinfahren. So groß ist dieser Durchlass. Sieht aber eher so ein bisschen aus wie eine Art Höhlenbereich. Die Felsen sind oben zusammengewachsen und dann bildet sich so eine Art großes Tor ins Wasser. Und der Kapitän Kottners hält das Schiff an, lässt ankern und meint, näher heran kann ich nicht. Also wir sollen mit dem Boot durch das Tor da fahren, richtig? Wenn ihr zu dem Friedhof wollt. Es ist gar nicht so schwer, sich vorzustellen, wie sich irgendwie altersschwache Seeschlangen hier durch dieses riesige Steintor hindurchzwängen, um dann, was weiß ich, was dahinter ist, dann da zu verenden. Na gut. Der Nasir kann mal eine Probe machen auf Götter und Kulte. Natürlich. Eine 18. Mach einen Chip. Macht das nicht viel besser? Ist alles nochmal neu gewürfelt? Ja. War ich sinnfrei, ja. Aber... das ist echt, ja. Glaube ich, verschlechtert sogar, ne? Ja, gut, der 18 ist halt der Ausreiter, ne? Wenn man gerade mal gucken könnte. Bis auf die 14 alles noch drin. Ein QS. Ein QS nur. Dann erkennst du einen, ja, irgendwas ist in die Fels. Formation, also genau in der Mitte, über diesem Eingang ist der Fels etwas abgeschabt und da hat sich in dem Fels Moos gesammelt, sodass es sich ein bisschen abhebt vom normalen Fels. Also da hat irgendjemand halt eine Vertiefung reingefurcht und dann haben sich Pflanzen da reingesetzt, sodass man ganz deutlich eine Art Zeichen erkennen kann. Allerdings sagt dir das Zeichen jetzt an dieser Stelle jetzt gerade nichts. Darf ich auch versuchen? Kannst du auch versuchen, ja. Du kannst vielleicht sogar mit Magiekunde besser würfeln. Wie schon mal zu finden, ist oben in diesem Torbogen oder wo war das genau, Zeichen? Ja. Genau. Also in den Fels hinein. Tja. Das sind 3 QS. 3 QS. Okay. Also Magiekunde jetzt, ne? Da steht ein. Ja, das ist ein schwer zu deuten. Es ist auf jeden Fall, könnte das ein. Das hast du bei Rancorium in der Studierstube da, wo ihr kurz wart, hast du mehrere solcher Zeichen gesehen. Das scheint Zeichen auf der Rissar zu sein. Und du hast ähnliche Zeichen schon mal gesehen
als in deinem Studium, wo es um, ja, da hast du dich nicht großartig mit befasst, weil das ja auch böse, verbotenes Wissen ist, aber ähnliche Zeichen nutzen wohl Dämonenbeschwörer. Okay. Ja, und ich glaube, Borealas Konteressane, ne? Kannst du es auch lesen? Hier extra vorsichtig sein. Alter. Ja, und da verschwindet er. Das ist ihm unangenehm, dass er das kann, ha? Tja. Selbst schuld. Hat mich kurz der Fluch der Echsen ereilt. Saldor Vosslarin hat das gemerkt. Ja, ich kann es lesen. Kannst es lesen? Also, dieses Rumpk, nur dieses Rumpk-Zeichen. Ja. Dann liest du, wenn dich Fianna darauf hinweist, weil dir wäre das vielleicht gar nicht so aufgefallen. Doch, doch. Liest du Charb-Ütz. Charb-Ütz. Gesundheit. Ja, wissen wir genau, war die. Das ist auf jeden Fall Chunk. Oh. Hast du irgendwas im Hals oder was ist los? Das ist die Schrift der Echsen. Wie, die können schreiben? Natürlich. Echsen. Klingelt da was bei mir? Weil ich hab Ötz. Erinnert mich das an irgendwas? Du hast das schon mal gehört, das ist eine erzdämonische Wesenheit der Charybderoth. Oh, der Gegenspielerin des Effert. Ich habe es befürchtet, jawohl. Ja nun, das ist ja unsere Aufgabe, ne? Ich weise da trotzdem nochmal drauf hin, dass das hier extra gefährlich ist, nicht nur wegen Seeschlangen, die für sich wahrscheinlich schon, auch wenn sie noch bald im Sterben liegen, eine Herausforderung sind, auch wenn, weil wir nicht wissen, was uns hier erwartet, weil hier möglicherweise tatsächlich ein Heiligtum der Echsenmenschen ist, wir wissen nicht, wie die auf uns reagieren. Die Zeichen, die sie hier lustig an ihre Bauten gemeißelt haben, weisen auf den bösen Gegenspieler des Effert hin und werden auch für dämonische Praktiken verwendet. Wir sollten also verdammt vorsichtig sein und wenn es irgendwie geht, einer Konfrontation mit den Echsen aus dem Weg gehen. Also während die klug quatscht, nehme ich mir Ralluf und wir lassen das Boot zu Wasser. Mhm. Ja, mit dem Beiboot rudert ihr durch diesen Torbogen hindurch. Und rudert einen langen, wässrigen Gang entlang, der, wie gesagt, relativ breit ist. Das Wasser ist relativ tief hier auch. Man kann das halt sehen, weil es halt dunkel ist, ne? Aber sehr klar. Und dann macht der Gang irgendwann, der wässrige Gang, eine Kurve. Und es öffnet sich eine große, breite Höhle, völlig mit Wasser aus. Also bis zum Rand mit Wasser gefüllt und dann beschleicht alle außer Jalte und die anderen Seefahrer Torvaler natürlich ein ungutes Gefühl, denn ihr rudert halt mit diesem Bötchen über eine Art Schwelle drüber. Also ihr könnt halt in dieser Höhle ja das Wasser beobachten unter euch und das hat halt eine gewisse Tiefe, es ist schon sehr, sehr tief. Aber dann fahrt ihr über eine Schwelle drüber und da scheint unter euch, diese große Höhle scheint auch nach unten hin eine wahnsinnige Tiefe zu bekommen. Also es wäre da ein Loch im Boden, über das ihr gerade drüber fahrt. Und es wird schwarz unter euch. So tief ist es. Manchmal ist eine Höhle einfach nur eine Höhle und manchmal ein Schlund ins Nichts. Ja. Ihr könnt nochmal, wenn. Was davon es ist. Könnt nochmal eine Götter- und Kulte-Probe machen. Abgesehen davon würde ich gern Abdud absolut penetrant im Auge behalten, sobald der Begriff Charybderoth gefallen ist. Ja.
der irgendwie welche anfängt zu sabbern und ruhige Finger kriegt. So ist üblich. Ich hätte mir gern vom Schiff so einen Wurfspeer oder eine Harpune mitgenommen, je nachdem, ja, was es da ist. Kannst du mitgenommen haben, ja. Schön. Mhm. Axt, ey. Schlecht gewürfelt. Bei. Zwei. 3 QS. Und Bröerlas? Ich hätte mir fast sparen können, aber ich habe eine QS, aber ich bin ja auch. Eine QS, 2 QS, bei der Alte. Speziell. Okay. Fianna kommt dann als einziges eine Assoziation zu diesem Loch, denn du hast ja vorher auch schon mit diesem Charybdorot-Wissen geglänzt, ja. Jetzt, wo Borealas das vorgelesen hat und so schließt sich so in deinem Kopf so eine Geschichte nach der anderen an. Du hast mal gelesen von der Wesenheit Yonao. Das ist soll der höchste Diener der Charybdorot sein. Und da gibt es eine Geschichte zu, dass dieser Diener in einem Schlund leben soll auf dem Meeresgrund. Und dieser Schlund soll halt bis in die Niederhöllen hinabführen und er haust in diesem Schlund. Und jetzt, wo du über dieses tiefe Wasser, also über diese tiefe Stelle fährst, schaudert es dich, weil das. Ja, also das ist ein Schlund. Ob es jetzt der Schlund ist, der in die Niederhöllen führt, ist eine andere Frage, aber. Aber sieht ein bisschen so aus, oder? Genau. Ja. Ich finde das alles sehr beunruhigend. Es würde auch zu den Geschichten passen, die mir über Maraskan erzählt wurden, der verfluchten Island. Es würde passen, dass es hier ein Tor zu den Niederhöllen gibt. Total. Fügt sich alles nahtlos ein. Ich finde das super gruselig. Ja. Und ich habe echt Schiss jetzt gerade, aber ich halte die Klappe. Weil ich gemerkt habe, dass wenn man diese ganzen Dinge alle ausspricht, das manchmal schlecht sein kann für die Mutbegeisterungsfähigkeit hier in der Mannschaft. Und wir müssen diese Aufgabe erfüllen, sonst kommen wir nicht weiter. Wenn ich hier meinem Angstgefühl gerade nachgebe und wir gerade zittern und gauern, hier sitzen bleiben und oh Gott, ich mag mich nicht bewegen, dann kriegen wir nie einen Seeschlangenzahn. Wenn du sagst, dass da ein mächtiger Dämon rauskommt, wird der Hjalte nur leichtsinnig. Lass das mal lieber. Ja, ich lasse es lieber. Ja, das auch. Den kenne ich ja nur auch schon ein paar Tage länger, den Hjalte. Wenn ihr euch hier unterhaltet, halt auch eure Stimme von den Seiten dieser riesigen Höhle wieder. Es ist merkwürdig, ihr müsst auch gar keine Fackel anmachen. Zuerst hatte Phileas so eine Fackeln anmachen lassen, als ihr in diesen schlauchartigen Gang gefahren seid. Aber die Wände dieser riesigen Höhle hier sind mit kleinen glitzernden und grünlich schimmernden Steinen besetzt, die ein grünliches Licht in diese Höhle werfen. Und sie konstant in einem grünen Wabern halten. Ein leichter Nebel liegt über dem Wasser, je weiter ihr in diese Höhle vorfahrt. Und dann seht ihr an den Rändern der Höhle, als ihr euch, also ich weiß nicht, ob ihr, wollt ihr in der Mitte dieser Höhle fahren oder wollt ihr am Rand lang fahren? Das ist jetzt halt nur eine Frage. Unter euch halt der Schlund. Ich wäre für Rand, aber ich steuere das Boot gerade nicht, glaube ich. Also von daher, ich lasse die mal machen und halt beklommen den Mund und kauere mich so ein bisschen in mich zusammen und denke, oh Gott, hoffentlich kommen wir auf die andere Seite irgendwie. Ah. Ja, der nautisch begabteste hier ist der Hjalte. Also, wo wir am Rand langfahren oder in der Mitte langfahren? Ja, was sagt denn mein Instinkt? Sag du es mir, du bist ja der Hjalte. Also, mit dem Ruderboot kannst du am Rand schlechter manövrieren, ne? Wenn es was auszuweichen gibt. Dann fährst du durch die Mitte. Okay. Dann könnt ihr nur erahnen, was sich halt an den Rändern, weil diese Höhle wirklich so groß ist, dass sich halt in diesem grünlichen Lichtgewaber irgendwie, ihr könnt es halt erkennen,
je weiter ihr in die Mitte dieser Höhle herumfahrt, riesige Skelette, die sich an den Wänden auftürmen. Riesige Seeschlangen-Skelette. Und je weiter ihr vorfahrt, die Höhle und dieses führt jetzt so eine kleine Kurve und macht dann so eine spitze Zuneigung. Und dann erkennt ihr eine Art Strand, auf die ihr zufahrt. Das Wasser unter euch wird wieder etwas flacher. Also dieses Schlundartige ist dann weg. Und auch an diesem Strand liegen die Überkreste und Kadaver von Seeschlangen. Teilweise komplett skelettiert, andere noch nicht völlig skelettiert. Und wenn man sich, wenn sie näher fahrt, diesen Strand ansieht, es wirkt, als wäre dieser Strand ein Knochenmehl. Vielleicht ist es das nicht, aber vielleicht schon. Das Dominierendste an diesem Strand ist, der zieht sich weit in eine weitere Höhle entlang. Und in der Mitte, mitten auf diesem Sand, steht eine Pyramide aus Sandstein. Ein riesiges Gebäude. Ich weiß gar nicht, haben die hier irgendwie... Die haben gar keine Dimensionen angegeben, aber es ist halt eine Pyramide, die dort steht und fast bis unter die Decke reicht. Die Wände hier auf diesem Strand, auf dieser Strandebene, sind mit Schlingpflanzen bewachsen, sodass man weniger von diesem Gwenpytryl-grünlichen Licht abbekommt. Das heißt, diese große Höhle, durch die ihr gerade durchgefahren sind, beleuchtet die ganze Szenerie noch ein bisschen mit diesem grünlichen Licht. Allerdings verschwindet alles in so einer Art Halbdunkel, je näher man an die Pyramide herangeht. Hat jemand eine Idee, was das für ein Gebäude ist? Ich gucke hier eine an. Habe ich eine Idee? Ja, du hast ja davon gehört, dass es hier ein Heiligtum der Echsenmenschen sein soll. Ja, aber genaueres auch nicht, ne? Nee. Also ich meine, der Eingang lässt ja auf was schließen. Irgendwie. Und dann, dass das ein Heiligtum der Echsen sein soll, wahrscheinlich ist das irgendwie ein rituelles Gebäude, eine Art Tempel vielleicht oder so. Das könnte sein, ja. Von solchen Bauten gibt es mehrere im Dschungel. Ja, aber das ist die erste, die von der Borealas hört, dass sie unterirdisch ist. Eben. Aber ich habe noch keine gesehen, die sich unter der Erde befindet. Das ist neu. Und neu ist gut. Was glaubt ihr, wie lange das dauert, bis wir das Ding zerstört haben? Sonderlich neu sieht diese Pyramide wirklich nicht aus. Sie sieht eher aus, als wäre sie halb in diesem Schlick aus Staub und Knochenmehl und Wasser etwas so halb versunken. Und ist auch schon... Ja, ansonsten auch an dem behauenen Sandstein, der sich ein bisschen abwechselt auch mit etwas dunkelgrünerem, besser erhaltenen Marmor. Ja, also das sieht trotzdem aus, als wäre das uralt. Ich wüsste zwar nicht, warum man das zerstören sollte, aber selbst wenn, hätten wir, glaube ich, nicht das Werkzeug dafür. Allerdings sollten wir uns sicherheitshalber einmal umsehen. Ich weiß, Heiligtümer werden eigentlich nie lange allein gelassen. Hier am Strand liegen jetzt zwei komplett skelettierte Seeschlangen und eine, die so halb verrottet ist und einen ja sehr modrigen und nach Tod riechenden Dunst aus in euren Nasen weht. Ah, Schwester Zar und Bruder Boron einträchtig vereint. Der lächelt ein bisschen schräg.
Ich gehe mich wirklich mal was umsehen, wenn es niemanden stört. Wenn du den Fuß auf dieses schlickartige, sandige stellst, merkst du, dass der so ein Ticken einsackt. So ein bisschen morastig vielleicht. Also nicht wirklich morastig, sondern eher so, ja, nasser Sand. Also du warst jetzt nicht, brauchst jetzt nicht Angst haben, irgendwo vor zu versinken, aber es ist halt schlammig. Brackig. Ich würde mal ein bisschen Ausschau halten nach Spuren, besonders frischen Spuren. Mhm. Also die halt nicht von Seeschlangen, also von, ich sag mal, annähernd humanoiden Wesen stammen könnten. Ja, dann mach doch mal eine um eins erschwerte Probe auf Fährten suchen. Da. Das sieht gut aus, würde ich sagen. So in meinem jugendlichen Leichtsinn. Also, Rhea also beugt sich vor und fängt dann an, in leichte, geduckte Haltung quasi ziemlich rasch vorzupreschen und schaut mal dorthin, mal da lang. Mhm. Und damit habe ich 3 QS. Okay. Du, direkt hier am Wasser gelegen findest du tatsächlich ein paar Spuren, die sich so rund um die Kadaver ein bisschen ausbreiten. Da sind wohl mehrere humanoide Gestalten vor kurzem erst. Es ist vor kurzem, also vorher, ja, kann auch schon ein Tag her sein, ist schwer zu sagen für Borealas. Aber hier sind mehrere humanoide Gestalten hin und her gelaufen. Menschlich oder nicht menschlich? Du siehst Spuren von Stiefeln. Kann ich Rückschlüsse ziehen, wie die Person beschaffen war oder die Personen? Also eher klein und zierlich oder groß und massig, weil mehr oder weniger stark eingesunken oder ja, einfach eine Spur? Schwer zu sagen, wahrscheinlich sowohl als auch. Ich würde dann einen Bogenlauf finden, bis ich wieder bei denen bin. Hm. Was du jetzt natürlich auch, wenn du dich da umsiehst und in die Richtung den Spuren so folgst, irgendwie zu den Kadavern hin, siehst du auf jeden Fall, das ist das eher eins, was dir da ja auch sofort auffällt, dass jemand die Zähne der Kadaver entfernt hat. Und zwar ziemlich unsanft. Ja, also bleibt da im Moment stehen, guckt sich das an, schüttelt den Kopf. Also kommt die dann in, Knochen sind zertrümmert, richtig. Ja. Kommt dann in einem großen Bogen zurückgelaufen. Und zwar so, dass die anderen ihn auf jeden Fall sehen können. Mhm. Die Spur führt dann auch von der Seeschlangen weg Richtung Pyramide. Also, ich habe gute und oder schlechte und ganz schlechte, ich bin mir nicht ganz sicher. Was damit? Hier waren welche mit Stiefeln. Echsenmenschen tragen keine Stiefel. Kann vielleicht einen Tag her sein. Sowohl welche, die sehr leicht sind, als auch welche, die sehr schwer sind. Und auch immer, aber die haben die Zähne der Seeschlangen da hinten wohl mitgenommen. Was? Jedenfalls sind dort keine mehr. Ich wollte mir die doch schnappen. Die sind eine super Helmverzierung. Und die Spuren führen in die Pyramide. Denkt ihr, was ich denke? Ja, also die führen sowohl zu der Pyramide hin, als auch von da wieder zurück. Es könnte sein, dass sie dort vielleicht etwas hingebracht haben und genächtigt haben vielleicht sogar. Ich kann leider nicht genau sagen, wie viele. Kann es sein, dass wir zu spät sind? Fürchte es. Wollen wir es nicht hoffen. Ich fürchte das auch. Aber da waren doch am Rand der Höhle waren doch auch noch Schlangenskelette. Haben die alle keine Zähne mehr, oder was? Wie viele Stunden haben die hier zugebracht?
Echt alle nicht mehr? Also die Knochen, die am Rand der Höhle waren, das konntet ihr nicht genau sehen. Also ihr könntet natürlich wieder rausfahren mit dem Schiff und nochmal genau nachgucken. Aber das waren halt mir so Knochen von vom so Brustknochen halt, ne? Brustkorbknochen. Und wenn du die Größe der Seeschlangen halt dir vor Augen hältst, das sind wahrscheinlich die Leiber, die sich halt an der Seite der Höhle halt. Jedenfalls, alle Kiefer, die ich gefunden habe, waren wie die eines alten Mannes. Shit. Ja, und wie gesagt, mit Gewalt und roher Zerstörungswut rausgerissen. Ja. Klingt doch nach Beorn. Vielleicht finden wir etwas in der Rippen Pyramide. Rippen nennen die sich, ja. Dankeschön, Chef Ferramini. Vielleicht finden wir dort irgendwelche Hinweise. Ja, also ist eigentlich einer von euch abergläubisch, ja, ne? Jalte ist abergläubisch, ne? Wie geht es Jalte überhaupt hier in so einem Friedhofs-Todes-Ding? Ich bin total mürrisch. Es ist hier, hallo, das ist ein Lagerplatz von Harakas Schlangen. Ich hab Bock, den zu hauen. Und ich will kaputt machen. Das ist alles doof hier. Ja. Wenn ihr wirklich Echsenmenschen waren, meint der Umvolker, dann diese Pyramiden. Ja. Ich habe gehört, die machen da ein Menschenopfer oder so. Jetzt mal Zeit, dass Menschen da Echsenmenschen auffangen. Ah. Ihr merkt, wie Fianna furchtbar mit sich ringt, weil sie auf der einen Seite bin ich sowas von krass neugierig gerade. Ich möchte mir die Pyramide genauer angucken, ich will die Schlangen genauer sehen, ich möchte das irgendwie abmalen, was ich da sehe. Mhm. Und so. Und auf der anderen Seite habe ich echt. Oh Mann, habe ich Angst. Und ich bin gerade wirklich. Oh, ich möchte gar nicht aus dem Boot raus, aber es kämpft so in mir. Und ihr seht, wie Fianna wirklich mit sich kämpft und ringt und irgendwie, als ob sie beinahe in ihrem Kopf gerade mit sich selber streitet. Irgendwie mit so ein bisschen zusammengekniffenen Augen irgendwie. Und in geballter Faust irgendwie. Als ob sie sich gerade innerlich selber irgendwie so einen Motivationstalk irgendwie, aber du musst dich jetzt trauen, und so geht's gerade wirklich in meinem Kopf, du musst da jetzt raus und das ist eure Queste und irgendwie müsst ihr an diese Zähne rankommen und du kannst jetzt hier nicht vor Angst erstarrt in diesem Scheißboot sitzen bleiben, du musst mit der Gruppe gemeinsam diese Schlangenzähne finden. Und außerdem ist es dein Auftrag, das Wissen hier zusammen zu sammeln und auf dieser Reise Sachen zu erfahren, die noch nie jemals vorher jemand erfahren hat. Und garantiert hat niemand aus Beons komischer Gurkentruppe da irgendwie sich die Mühe gemacht, hier Wissen über die Echsenmenschen zusammen zu sammeln, das irgendwie vernünftig aufzuschreiben und für die Nachwelt vernünftig zu präsentieren. Mhm. Natürlich könnte das Rancurium besser als ich, aber hey, mein Buch wird super. Nottl hat auch gesagt, das wird ein Riesenbestseller, er wird jetzt schon gerne anfangen zu lesen. Das muss ich jetzt machen. Und ihr merkt, wie sie nochmal so richtig beinahe wie ein Stoßgebet irgendwie zu den Zwölfen sendet und vor allem zu Hesinde und einen Schritt aus dem Boot heraus macht und dann Borealas folgt auf den Strand, sich nähernd der Pyramide genauer davor anzugucken. Nun, eine Prophezeiung erfüllt sich ja noch nicht von allein. Also lösen wir sie aus. Hat jemand Feuer? Ein Licht? Ja, ihr habt Fackeln. Habe ich ja gerade gesagt. Ne? Das ist in der Ferne leuchtet. Hervorragend. Er reckt sich, streckt sich einmal. Na dann. Ich hoffe, ihr habt recht. Ihr nähert euch der Pyramide und könnt die Stufen der Pyramide nach oben erklimmen. Und auf halbem Wege nach oben fällt euch die erste außergewöhnliche Sache auf.
Denn hier liegt ein Körper auf der Stufe, auf einer der großen Stufen. Ein ja. Exischer Körper. Würde ich mir aus lauter Neugier auch mal ansehen, ja. Ja, es ist ein Echsenmensch mit so einem Stachelkamm irgendwie, der ihm irgendwie auch von den Schultern her irgendwie hoch wächst. Mit einer Steinspitze versehrter Speer liegt neben ihm. Grob einen Überwurf irgendwie umgeschnallt. Und einen großen Brandfleck auf dem Rücken, der sich bis in seinen Brustkorb von hinten hereingefressen hat. Irgendetwas hat ihm halt den Rücken aufgebrannt und ihn und so den halben Echserich von innen verbrannt. Nun, den traf das Sinnesfeuer der Erkenntnis auch ziemlich von hinten. Fiona kann ja mal eine. Es ist ja schon mal gut zu wissen, dass ihre Schuppen feuerdurchlässig sind und sie darauf anfällig sind. Fiona, ich kann mal eine Probe machen. Ja, ja? Magiekunde kannst du machen, genau. Borealis schaut sich nochmal den Ex-Menschen an, so berührt mal so seinen Kopf. Und das war total faszinierend. Du würdest sagen, das sind die Überreste eines Ignifaxius. Grüß die Schwester. Ich klopfe ihm dann so auf die Stirn. Was? Okay. Ja, magisches Feuer auf jeden Fall. Okay, anscheinend ist hier gekämpft worden. Wenn ihr ein paar Schritte weiter nach oben auf die Pyramide hochgeht, seht ihr weitere tote Echsenmenschen. Nun, ich glaube, das zeigt deutlich, dass hier vermutlich keine Priester der Echsen mehr sind. Vermutlich. Und falls doch, dann sind die jetzt scheißwütend. Es geht von oben, von der obersten Etage der Pyramide aus, ein kleiner Gang nach unten in die Pyramide rein. Vor dem Eingang liegen nochmal drei Echsenkörper. Und teilweise mit Kopf abgetrennt. Starke, also Jalte würde das wahrscheinlich am ehesten erkennen, mit Axthieben getötete Echsen. Okay, aber immer noch keine Spur von den Zähnen. Nee. Da war jemand das heißt, wir müssen da vielleicht noch tiefer rein. Die Echsen haben Zähne, ja. Ja, aber die sind ja keine Seeschlangenzähne. Das ist schwierig. Ja, allerdings wäre so ein Tempel auch ein idealer Ort für einen Hinterhalt. Kann bitte jemand anders vorgehen? Ich möchte nicht vorlaufen, aber ich möchte da schon irgendwie rein jetzt. Also, Suborellas zieht die zwei geschwärzten Klingen vom Rücken. Ja, also ich gehe mit Schild voran und Speer im Anschlag. Ja. Gehe ich wohl einfach mal vor. Und rück so. Ja, du kommst es geht so eine steile Treppe nach unten und du kommst relativ schnell in eine Art ovalen Raum hinein. In der Mitte des Raumes steht so ein Altar. Auch hier sind wieder zwei tote Echsenmenschen zu sehen. Und auf dem Altar, und das schockt Jalte jetzt bis ins Mark wahrscheinlich, auf dem Altar liegt ein Kadaver, und zwar der eines Delfins. Das schockt mich sogar so sehr, dass ich alles aus der Hand fallen lasse und auf die Knie gehe. Au. Ich bin wahrscheinlich, ich weiß nicht, Borealas, gehst du als zweites hinter Jalte? Ja, dann bin ich die dritte, weil also so lange warten, bis er jetzt auch irgendwer anders mal sich rüber bequemen, kann ich auch gar nicht. Ich stürme also da rein, wenn ich höre, dass er dich... Ja.
Ist ein der Kopf ist relativ eng, ne? Also der ist ja wahrscheinlich, ich halte, ist über 2 Meter groß, der dürfte den komplett ausfüllen. Ja, du wirst dich wahrscheinlich sogar ein bisschen ducken müssen. Ja, und sobald der das sieht, also quasi während er noch in dem Gang steht, ihr seht nichts, ja, außer ich halte, der da den hier macht, mit dem Schild voran, und plötzlich lässt er alles fallen und sackt in sich zusammen. Aber dann kann ich über dich drüber gucken. Ha! So. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Sobald ich das irgendwie bemerke, wobei dann ist immer noch Borealas vor mir, der ist wahrscheinlich auch größer als ich. 1,80. Du hörst mich auf jeden Fall so hinter dir trippeln. Was denn los? Was denn los? Ich versuche das mal zu sehen. Also ich denke jetzt, als ich halte so quasi alles fallen lässt, springt Borealas erstmal einen Schritt zurück, hebt die Klingen so hoch, guckt dann mal drüber und denkt sich, hä, was hat er denn da gesehen, was so schrecklich sein soll? Ich glaube, wenn ich das sehen kann, da ist ein toter ein und das geht unter in einem Schrei von Chalte, ja, der einfach nur nein schreit. Was ist geschehen? Ich weiß es noch nicht. Borealas, was ist da jetzt tot? Ich glaube, das ist ein Meerestier. Ah, lass mich mal vorbei. Das ist ja nicht auszuhalten hier. Und in dem Moment stürmt Jelte wieder auf die Beine, rennt zu dem Altar und nimmt den Delfin auf den Arm. Ja. Gibt den einfach von diesem schändlichen Altar runter. Hinter dem Altar gibt es eine, so eine große Ausbuchtung, die gefüllt ist mit brackigem Wasser. Und aus dem Wasser erhebt sich so eine Wand, die bemalt ist mit allerlei Schriftzeichen und einer großen stilisierten einer Szene, eine gemalte Szene. Und das wirkt irgendwie auch durch die Fackeln und durch den Beschein, durch das Beschein besonders gruselig, weil dieses Wesen, was dort gezeichnet ist, so in den Fackelnschein so andauernd seine Form zu verändern scheint. Es hat viele Tentakel, die sich mit den Flammenschatten irgendwie zu bewegen scheinen. Und es dreht und wendet sich an, also es ist nicht wirklich, sondern weil es ist ja gemalt, aber es ist also ein großes, tentakelbewehrtes, unförmiges Wesen, was irgendwie auf dem Betrachter schon vorkommt, als dass es ständig seine Form verändert, was niedergekettet ist mit großen, schweren Ketten, an deren Ende so blaue gemalte exische Wesen sind, die das Ding halt am Boden festhalten. Ja, der untere Teil des Wesens verschwindet in dem Wasser. Also das ganze Bild kann man deswegen nicht sehen. Ja, also ich sehe das ja nur kurz. Ich nehm den Delfin auf, drehe mich von diesem Altar weg und kauere mich mit dem so im Prinzip in so eine Ecke. Dass du den Delfin hochhebst, hast du kurz das Gefühl, dass dieser Sockel, auf dem der gelegen hat, dieser Altar, so leicht nachgibt. Und du hörst so ein knackendes Geräusch. Es knarzt leicht. Und um euch herum fängt an, die Erde so ein bisschen zu beben. Egal. Ich würde da mal zum Altar hechten und schnell nach einem Mechanismus suchen, ob ich irgendwas finden kann. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl, dass wir eine Falle ausgelöst haben oder so. Ja, du kannst ja mal gucken, du kannst ja Rissar, du kannst ja mal schauen, ob du die Zeichen auf der Wand noch irgendwie deuten kannst. Das ist halt so quasi so ein schnellen Runterrattern.
Was steht denn da? Ja. Was ist eine Sache? Du erkennst halt so eine Art Beschwörung oder sowas, würdest du sagen? Oder ein Spruch, der der immer wieder aufgesagt, wo sowas so eine Art ritueller Spruch ist, und du bist ja nicht mag, bist du mag, du bist magisch wahrscheinlich nicht so bewandert. Aber es ist. Ich hab's rudimentär, aber. Wenn du es übersetzen solltest, würdest du sowas sagen wie: Das ist ein Bannspruch. Irgendwie jemand versucht, ein Wesen irgendwie zu bannen und festzuhalten. Und du hörst und du liest tatsächlich den Namen Yonao. Was? Halt, Ruhe! Schnauze! Schnauze! Nicht laut vorlesen! Nicht laut vorlesen! Oh Gott, nicht laut vorlesen, bitte! Er dreht sich um. Wenn ich das hier richtig übersetze, ist das eine Art Bannritual, um ein Wesen namens Yonao zu fesseln. Ja, wir wollen den hier gar nicht haben. Überhaupt nicht. Ja, ja, es bebt. Da ist ein Bannritual aufgeführt. Es bebt. Da ist ein Bannritual aufgeführt. Ja, und die zwei Leichname der Echsenmenschen, die du hier siehst, sind auch besonders geschmückt. Also die haben Ketten um und Priester. Ja. Ich halte ja, Priester wahrscheinlich in der Ecke und bete zu Swafnir. Mhm. Ja, und das wird, sieht ja alles nach einem Ritual aus, wo was geopfert werden soll. Dem Gegenspieler von Effert, das siehst du ja am toten Delfin. Das passt, das ist Charybdeerot. Und also, ich möchte hier nicht irgendwelche dämonischen Sachen beschwören, und bannen kann ich die auch nicht. Und wenn die jemand, also wenn das jetzt jemand tatsächlich heraufbeschwört, und keiner von uns hat irgendwie die Macht und das Know-how, irgendwie da jetzt ernsthaft was zu bannen, da jetzt irgendwie stümperhaft ein Bannritual von der Wand vorzulesen in einer fremden Sprache. Also ich könnte es nicht, und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert, wenn wir nicht wissen, was dazugehört. Denn Bannrituale, generell sämtliche Rituale, die mit Dämonen zu tun haben, müssen präzise durchgeführt werden. Und wenn du da irgendwelche Sachen nicht richtig machst, dann öffnest du dem Bösen Tür und Tor. Das ist viel zu gefährlich. Kennst du dich mit sowas aus, Garecha? Nein, das ist ja genau der Punkt. Also ich möchte das auch nicht können, aber das ist ja genau der Punkt. Das möchte man nicht können, das ist super gefährlich. Da sollte man am besten die Finger von lassen. Wirklich. Ja, unser... Also... Boreal, das strafft sich mal. Unser Ort bekämpft den Etragin und seine Anhänger. Das heißt jetzt was? Naja, ganz blöd übersetzt. Bekämpfen wir Dämonen und Paktira. Das heißt, du kennst dich damit aus. Ich bin nur dazu da, es zu töten. Aber wenn es erstmal da ist. Ich muss nicht wissen, wie es herbeigerufen wird. Das sagt die Prophezeiung aus. Ein Würdiger muss hier sein. Ja. Haben wir keine andere Wahl? Also ich meine, ich merke, dass das hier bebt und wackelt, und ich habe eh schon Schiss und so. Das ist jetzt alles super, also mega Stressoren. Mir läuft, ich habe den Rücken klatschen lassen. Also es ist ganz furchtbar gerade. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nicht, dass irgendwelche Dämonen
herbeigerufen werden und nachher, dass wir die nicht richtig bannen können und die hier völlig austilten und dass nun der, den ich noch nicht mal richtig kenne, hier sagt, oh, ich kann die schon dudeln. Das beruhigt mich kein Stück. In diesen Gedankengang hinein hört ihr aus der Ferne, also aus der Höhle wahrscheinlich hinter euch, ein tiefes Dröhnen, als ob jemand in ein Horn gestoßen hat. Was auch immer wir jetzt tun, wir sollten es schnell tun und konsequent. Während Jana und unser neuer Gefährte da an dem Spruchband rumdiskutieren, würde ich mich mal bei Jalte niederknien und über den Kadaver von dem Delfin einen Grabsegen sprechen. Es ist zwar kein Grab, aber es ist immerhin Leiche. Vielleicht anfangen. Ja. Du merkst, dass an diesem Ort hier, also dass du anfängst, die Gebete zu sprechen und nach dem Sinn deines Gottes suchst, du merkst, dass dieser Ort weit weg ist von Arvis. Es fällt dir unglaublich schwer, einen Bezugspunkt zu finden. So in dir das Gebet kommt über deine Lippen, aber es, wo du sonst Sinn und Verstand irgendwie siehst, wo du das Wirken deines Gottes sofort nach dem ersten Ton des angestimmten Gesangs hörst und fühlst, ist es jetzt nur ein Wort, was über deine Lippen kommt. Die Götter haben diesen Platz verlassen. Jelte, wir müssen den Delfin hier rausbringen. Ich schaue dich an, ich nick nur. Und du siehst etwas, das du bei Jelte definitiv noch nie gesehen hast, nämlich feuchte Augen. Es ist ein Gräuel und irgendjemand wird dafür büßen müssen. Wieder das Nicken. Dann macht ihr euch auf den Weg raus. Macht ihr euch auf den Weg raus dann? Oder wollt Fianna noch was machen als Ritual? Du warst ja irgend so, nein, ich mache hier nichts, ne? Habe ich richtig verstanden? Ja, ich renne total gestresst da rum, hin und her, auf und ab. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Oh, aber ich kann das nicht. Und wenn das jetzt, oh, das ist auch super gefährlich. Meinst du denn wirklich, du kannst das zu Borea lassen, ne? Und wenn das hier alles gleich hier voll um die Ohren fliegt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich renne die ganze Zeit rum irgendwie und plapper vor mich hin und also so habt ihr mich, glaube ich, noch nie gesehen, was jetzt hier Angst und Panik und irgendwie jetzt das Gefühl, gerade jetzt an einem Punkt zu sein, wo ich einfach nichts weiß. Ich habe so viel gelernt und das ist alles für einen Eimer gerade, weil ich kann nichts davon irgendwie jetzt. Und in meiner Verzweiflung, ich atme richtig schwer und ich merke das. Oh Gott, was ist mit Abdul? Kann der das? Abdul! Steht irgendwie hinten im Gang, bei Nasir, glaube ich, irgendwie so in der Nähe und hat sich so zu den Nasir und Jalte irgendwie da, zu dem Delfin hin. Der ist. Was? Wie? Ja, hier? Abdul, ich schrei so in den Gang rein. Abdul, Magister, könnt ihr mal kommen, bitte? Ich bin doch hier. Ja. Komm rein, hier in den Raum rein, bitte. Ja. Ja, ja. Oh, ja. Ja. Abdul, ihr kennt euch mit Beschwörungsritualen aus, nicht wahr? Ja. Das ist eure Chance jetzt hier. Anscheinend, sagt Borealas, sind das hier exische Zeichen, die ein Bannritual für Jona Roth. Rissa. Ja, Rissa. Zeichen, die ein Bannritual und alle Wände wackeln, seitdem Jalte den Delfin da weggenommen hat und jetzt kommt er vielleicht gleich. Können wir das aufhalten? Der Delfin? Nein! Dass Jona Roth aus den Niederhöllen hierher kommt? Das wäre nicht gut. Eben.
Schaut sich so um. Beschwörungszeichen. Ein Bannkreis. Das ist ein Bannkreis. Ein Bannkreis. Könnt ihr damit was anfangen, Abdul? Man muss ihn ständig erneuern. Ständig erneuern. Ja. Neu machen. Schwierige Zeichen. Erzdämonische Zeichen. Ein dämonischer Bannspruch. Ja. Blutopfer. Wir brauchen mindestens zwei erwachsene Männer. Gehen die hier schon liegen? Frisches Blut, frisches Blut. Ja. Und am besten irgendwas, was die Gegenspielerin Effats milde stimmt. Irgendetwas, was wir verderben können. Was könnte für Effat stehen? Nein. Wir können auf keinen Fall noch einen Delfin töten. Ja, dann ist reichen auch Menschenopfer. Das sollte gehen, ja? Effat mag Menschen, oder? Wir können die ja auch keine Menschen aus unserer Gruppe opfern. Dann fürchte ich, können wir hier kein Bannritual machen? Tja, Borealas, dann musst du jetzt mal zeigen, was du als Dämonenjäger drauf hast, Kollege. Schneller, aber doch geordneter Rückzug wäre jetzt mein nächster Vorschlag. Nee. Die astralen Linien sehen noch. Die sind schwach, aber sie sind noch da. Versuch's doch einfach mal. Mehr tief gehen kann's ja nicht. Der kommt. Den zu bannen, dass der nicht kommt. Aber ich kenne den doch gar nicht. Sag, bleib zu Hause, Jonah Roth. Zu Hause ist viel schöner, hier ist doof. Ja, dann müsste ich aber erstmal mit ihm reden. Dazu müsste er hier sein. Nein, nicht. Ja, was denn jetzt? Soll ich mit ihm reden oder nicht mit ihm reden? Können wir nicht irgendwie das unterbrechen hier, was hier in Gang gesetzt wurde? Ja, aber dann ist er ja da. Also ich kann die magischen Linien alle kaputt machen. Soll ich? Wie, und dann kommt er trotzdem? Ja, sind doch dafür da, dass er nicht kommt. Ach, die sind dafür da, dass er nicht kommt. Was hat die denn in Gang gesetzt, das hier jetzt? Ich denke, die Entfernung des Delfins, alles als Blutopfer gedacht war, um die Meisterin von diesem Jonah Roth gnädig zu stimmen. Dass sie den bei sich behält. Okay, verstehe ich. Also brauchen wir Weise. Jetzt etwas anderes. Schaut auf das Bild, das ist ganz gut beschrieben, glaube ich, ja. Von Bruder Effert oder etwas ähnliches. Also Blutopfer. Dämonen mögen Blutopfer. Gut, ich kann mir den Finger schneiden, aber das wird nicht wirklich helfen. Das wird nicht reichen. Nein. Wie viel brauchen die denn? Nein. Nein. Drei ausgewachsene Männer. Oder zwei Jungfrauen. Das geht auch. Schaut so Richtung Fianna und... Nein. Genau, schaut so Richtung Fianna und Chaya. Haben wir gerade nicht. Etwas anderes. Ich wüsste nicht was. Aber wie gesagt, noch sind das ja alle... Ist das in Ordnung? Nicht wie lange? Stark, aber... Weiß nicht. Wie lange würde es dauern? Beziehungsweise bleibt es in Ordnung? Nein, das bleibt für den... Nein, also das schwindet. Wie lange? Eine Woche vielleicht, wenn es hochkommt. Ja, geil. Und alle, die wissen, wie man das wieder in Gang stellt, liegen abgeschlachtet hier überall im Gang rum. Da kommt ja Freude auf. Wobei, wenn jetzt eine Woche lang die ganze Insel bebt, das merken doch andere Echsen, die wohnen doch hier sonst auch noch überall auf der Insel, oder? Oh Gott, ich möchte hier weg. Naja.
wenn wir jetzt gehen und nichts tun und das alles so stimmt, was euer schweigsamer Freund so gesagt hat, wird in einer Woche, deutet so auf dieses Bildnis, erscheinen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja. Vermutlich. Und dann vermutlich alles töten, was hier in der Nähe ist. Also die Bandkreise sollte man neu machen, ja? Mhm. Könnten wir nicht einen Priester holen und das alles hier reinigen? Da wirst du kaum einen auf Maraskan finden. Das glaube ich auch. Tja. Nun ja, rein technisch gesehen könnten wir natürlich jetzt mit Kotnasan rausrudern, machen einen Kampf, nehmen drei Gefangene und opfern die hier. Rein theoretisch. Ja, das würde gehen. Also ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Rituale vernünftig hinbekomme, aber wenn ich drei Menschenopfer bekomme, dann kriege ich das sicherlich hin. Ja, ja. Gut zu wissen, suchen wir eine Alternative. Ihr lasst ihn jetzt da nicht wirklich ein dämonisches Bannritual durchführen. Nein, ich ziehe ihn da jetzt raus. Und alle anderen auch. Okay, komm, wir gehen jetzt. Das geht nicht. Wir können hier keine Opfer machen. Und was die machen, wenn wir nicht mehr da sind, das sehen wir nicht. Das Übelste. Ich werde davon schlimme Albträume haben. Aber wir können das. Ich kann nicht verantworten, dass wir hier irgendwas machen. Und wenn das noch eine Woche hält, dann hoffen wir einfach mal, dass schnell genug irgendwelche Echsenmenschen wieder hier sind, weil die schon lange vom Tempel nichts mehr gehört haben oder irgendwas. Und nächste Mal in der Gruppe macht das schon. Ja. Das ist ein Heiligtum. Da kommt doch bestimmt einer vorbei, oder nicht? Freunde, ernsthaft. Wir haben hier keine Ahnung davon, bevor wir es alles noch schlimmer machen. Wer trötet hier eigentlich die ganze Zeit so? Das ist ein gutes Stichwort. Ich möchte hier raus. Alle raus. Raus, raus, raus. Keiner bleibt hier. Ich gehe zuletzt. Raus! Na gut. Alte, mein Freund, komm, komm, komm. Fiona sagt, wir müssen raus. Sie sind schon lange raus. Oh, ah, eben war noch da. Wo sind sie hin? Wo sind sie hin? Delfin weggebracht, die sind schon lange raus. Also wenn ihr, die seid dann wahrscheinlich die Ersten, die während die anderen dann auch diskutiert haben, rausgegangen sind. Dann wenn ihr dabei gewesen wäre, hätte die ganze Zeit Batsch, 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 Batsch gemacht. Ja, wahrscheinlich. Notfalls mit der Axt. Ja. Ja, wenn ihr nach draußen tretet, seht ihr unterhalb, am unteren Ende der Pyramide eine Gruppe Echsenmenschen. Hm. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich freue, euch zu sehen. Aber ich kann es euch echt nicht sagen, weil ich spreche keine Ritter. Du bist noch gar nicht da. Du bist Jalte und Nasir sehen es gerade. Jalte? Echsenmenschen. Okay, folgendes ist passiert. Ich habe diesen Delfin jetzt aus dem Gang getragen und habe mit ziemlicher Sicherheit mein Schild und meinen Speer in dem Raum liegen lassen. Richtig? Mhm. Nein, ich bin als letztes rausgegangen und ich habe alles... Bist du überhaupt noch nicht draußen? Ihr diskutiert gerade noch. Noch nicht. Ihr seid noch drin. Ihr dürft die gleich gerne mitnehmen, aber jetzt gerade sind die nicht da. Ja. Folgendes wird passieren. Ich gebe diesen Delfin Nasir auf den Arm. Ist mir kackegal, ob der den halten kann oder nicht. Ich schmeiß ihn da so drauf. Zieh meine Axt und renn auf diese Echsen los. Ja. War abzusehen. Ja, dann läuft er. Die Pyramide runter. Stürzt die Treppen, nimmt mehrere Treppen auf einmal wahrscheinlich und springt wahrscheinlich vom letzten Treppenabsatz Richtung dieser exischen Gestalten, die ihre Speere nach oben reißen in Verteidigungshaltung. Mir reicht's jetzt nicht mit diesem Frevler-Scheiß hier. Und dich irgendwie anfauchen und irgendwie machen. Und ja, ist mir egal. Auf eine Attacke. Hochschlag 3. Ja. Auf den ersten. Getroffen. Ich verbessere das, gebe einen Chip aus. Oh, ja, kannst du. Glückliche Attacke. Okay. Glück gehabt.
1d20 halbiert. Das ist nicht pariert, würde ich sagen. Alles klar. Glückliche Attacke verdoppelt, ne? Mhm. Verdammt, wo ist es? Da. Streitakt. 32. Ja, du zerteilst den Echsenmenschen in zwei Hälften. Also so der reißt noch sein Speer so nach oben und die Axt fährt durch den hölzernen Speer durch, zerteilt den Speer und spaltet den Kopf, der hinter dem Speer sich zu verstecken wollte, irgendwie in zwei Teile. Der fällt vorne über. Ja. Ja, ich versuche in einer fließenden Bewegung entweder was zu parieren oder sofort weiterzuhauen, egal was da kommt. Erstmal der Erste wird dich erstmal angreifen. Wer eine Initiative gewürfelt oder so? Ja, die sind jetzt da unten ja gerade in der Reihenfolge. Kannst gerne dazukommen gleich, aber einfach erstmal eine Runde nur die. Okay. Der trifft dich. Ja, ich versuche zu parieren mit meiner Axt. Ne? Nee. Das klappt nicht. 1d6 plus 3. Das sind 6 Trefferpunkte. Und der zweite neben ihm tut es ihm gleich. Der trifft dich auch. Mhm. Pariert. Ja. Na, der erste Speer trifft dich irgendwie am Oberarm und reißt dir da so eine kleine Wunde in den Oberarm. Aber den zweiten Speer kannst du ohne Probleme parieren. So, jetzt einmal Initiative würfeln für alle. Also zumindest alle, die gerade da sind, und die anderen kommen dann in dem Moment einfach raus und können dann halt mitwürfeln. Na gut. Auch wenn ich nicht glaube, dass jemand die Alte im Augenblick aufhalten kann. Nope. Heiliger Eifer. Und so. Einmal eure einmal die Initiativen vielleicht in den Chat reinschreiben, dann kann ich mir die notieren. Mhm. Und dann fehlt noch der Nasir. In dem Chat. Achso, im Dings-Chat. Ah, sorry. Ah, du hast da geschrieben. Okay, alles klar. Ich hab's schon gesehen. Okay, dann ist jetzt zuerst, also Nasir ist ja schon mit dem Delfin, steht da ja oben, ist zuerst dran. Ja, der war sowieso schon am Schwanken, weil der Jalti ihm quasi den Delfin wahrscheinlich unsanft in die Hand gedrückt hat, versucht dann nicht rückwärts überzukippen, macht dann quasi so, sich auszubalancieren, so eine Bedrehung um die alberne Achse, geht dann mit einem Knie nach unten und legt den Delfinkadaver da auf die oberste Stufe und sagt, entschuldige, Helfert, ich muss meinem Freund helfen. Und dann will ich gucken, ist diese Pyramide so eine Stufenpyramide, oder? Ja. Ist an der Seite von der Zugangsstufe vorne so eine Art Geländer oder Randstein? So ein Randstein ist da, ja. Mhm. Ja, dann würde ich Satz auf diesen Randstein springen und versuchen, auf den Kanten meiner Schuhe darunter zu gleiten und dabei mein Säbel ziehen. So einen Körperbeherrschungswurf haben. Nee, das lasse ich so zugehen, das schaffst du schon. Gut. Dann Musketier-like, Rapier gezogen auf die darunter. Ja, mach eine Attacke. Oh, sogar schon eine Attacke für die Runde. Ja, da mache ich dann epische Szene runtergerutscht. Direkt mit der Attacke. So gut, einen präzisen Stich. Das passt so gut gerade zu dieser Aktion. Einmal kurz bestätigen, bitte. Falsch.
Ja, also ohne Probleme. Ja, prämlich. Der hat das nicht kommen sehen, der Echsenmensch, darf schaden. Ja, dann gleite ich da runter, wie das man so von den Skateboardern kennen würde, gehe in die Knie runter und kurz bevor ich ankomme, springe ich ab, rapp hier voraus, ihm genau in den Hals rein. Mhm. Und mache dann... Aber immerhin noch 14 Schaden. 14 Schaden, ja. Der Rapier dringt tief in das Fleisch des Echsenmenschen ein. Ja. Als nächstes ist Borealas. Ja, wir kommen raus. Mhm. Ach du Scheiße. Mhm. Gut, ich habe ja keine Ahnung von exischer Kultur oder Ritualen oder sonst was. Nee. Wie viel sind denn da im Ganzen? Drei? Oder sind, das mehr? Ja, drei Krieger und einer, der so ein bisschen nach Schamane oder sowas aussieht, der, nachdem der erste jetzt sofort mit einem Hieb gefällt wurde, auch gerade Reis ausnimmt und wegläuft. Dann würde ich tatsächlich versuchen, dem hinterher zu hechten. Ja, du musst also ja erstmal die Stufen runter, ne? Ja, ja, also ich würde dann einen Satz nehmen und in so einer Nasir unten ankommt, würde ich halt versuchen, auch einen Großteil zu springen und mich dann abzurollen. Mhm. Ja, da stellt sich dir halt einer von diesen Kriegern halt in den Weg. Okay, dann soll es so sein. Dann, willst du ihn attackieren oder willst du ihn vorbeilaufen? Ja, also wenn der sich mir in den Weg stellt, ansonsten, dann kann er nach mir schlagen. Das wäre ungünstig. Mhm. Also würde ich dann die Klingen hochreißen und dann zwei Attacken schlagen. Okay. Nummer 1. Ja. Okay. Trifft genau. Die ja, da kann ich dann normal parieren. Also es geht eigentlich so. Okay, gut. Ich kann auch erst beide würfeln, wenn es für die einfacher ist. Der pariert. Okay. Zweiter kommt. Trifft. Den pariert er nicht. Acht. Mhm. Also. Ja, der nächste ist Jalte. Auf beiden Seiten sind gerade Gefährten von dir im Kampf verwickelt mit zwei. Du kannst jetzt einen aussuchen davon. Ich verstehe jetzt gerade die Situation nicht mehr so richtig. Also während ich aushole und haue, ja, schaffen die das, die komplette Weg runter zu rennen, alle ihre Waffen zu ziehen und auch nochmal zu hauen. Die sind halt angekommen, ja. Du hast halt in die eine Kampfrunde, bist du halt runter. Genau, das ist halt schnell gegangen. Naja, Wuchtschlag 3. Auf wen? Mir egal. Ist eh daneben. Okay. Fianna. Ich bin erstmal mit der Gesamtsituation überfordert. Ich komme da raus, schleppe ja noch irgendwie Sachen mit und sehe auf einmal schon wieder Kampf. Das ist mir alles zu viel. Mhm. Ich schrei, ich halte deine Waffen! Und muss erstmal mich sortieren und werde diese Runde noch brauchen, verwirrt in der Gegend rumzugucken. Du wirfst mir den Speer. Nein, ich schreie und will sie dir anreichen. Ja, dann muss auch erstmal runter. Ja. Okay, neue Runde. Nasir. Ah, nee, die Echsenmenschen sind ja noch. Entschuldigung. Haha, ich bin da vergessen. Einmal gegen Borealas. Trifft. Oh. Läuft. Pariert. Pariert. Und einmal gegen Jalte. Der trifft auch. Nicht pariert. 1d6 plus 3. 6 Trefferpunkte.
Und Nasir ist dann dran. Ja, der ist ja unten angekommen. Also der Schamanen-Dingens läuft weiter weg. Kann man den einen holen? Wie weit ist der weg? Der hat jetzt zwei Längen Vorsprung. Also müsstest du jetzt hinterher. Wenn du den Jalte deinen Gegner überlässt, dann kannst du mir natürlich hinterherlaufen. End. Checken. Ah, wunderbar. Dann. Würde ich ganz kurz rufen. Ja, Alte, übernimm den. Würde aber eine seltsame Aktion machen, so einen großen Schritt auf Seite springen, Kopf nach unten und anfangen zu beten. Dann würde die Liturgie Wieselflink wirken. Zwei Aktionen. Um drei erschwert wegen dem unheiligen Ort. Ah, perfekt. Arvis lässt dich wahrscheinlich nicht im Stich. Ja, das sind das noch meine besten Attribute auf die Würfel, ganz, ganz, ganz locker. Ja. Das sind jetzt 3 QS, hält für 9 Minuten. Mhm. Genau, also ich werde schneller, ich gucke nochmal genau nach, wie viel schneller. Ja. Gut, läufst du mir hinterher? Währenddessen können wir Borealas machen. So, was hat, der hat einen Speer, ne? Der Ex-Mensch. Ja. Okay, das heißt, wenn ich, selbst wenn ich an dem vorbeihechten würde, so könnte er mir den in den Rücken werfen, letztendlich. Ja. Okay, ich würde gerne versuchen, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich würde einen Sprungtritt versuchen. So, das müsste sein, eine ganz normale Raufenattacke. Die war erschwert. Ich muss mal ganz schnell gucken, sorry. Ich meine um 6 erschwert. So. Na komm. Roll it, roll it, roll it. Nein, gelingt nicht. Erschwert, nee. Ja. Sowas von nicht. Er kann jetzt in der Runde keine weiteren Angriffsaktionen unternehmen und er kriegt einen Bonus auf seine Attacke von 2. Oh, okay. Danke. Nehme ich. Danke. Weil ich aus dem Gleichgewicht komme. Ja. Das heißt, ich habe vermutlich die Schuppen unterschätzt. Das heißt, Jalte ist dran. Jalte, direkt vor dir ist halt einer, dem Nasir, der gerade gesagt hat, übernimm den, und bei Borealas ist einer. Welchen möchtest du attackieren? Oder möchtest Keine Ahnung, auf wen habe ich denn gerade gehauen? Wahrscheinlich auf den von Nasir, ne? Ja. Ja, dann hau ich wieder auf den. Aufschlag 3. Was soll denn der Scheiß? Ich schipp das. Mach das. Ja, besser. Besser. Jawohl. Roll it. 1d20. Nö. Sehr gut. Fünfzehn, ja. Der nächste Exerich fällt unter der Axt von Jaltes Wut. Und, ja. Blut sackt in den Schlick. Und Fianna ist dran. Steht da jetzt irgend... Du bist runtergelaufen, stehst jetzt hinter Jalte. Kannst du mir jetzt deine Waffen geben, ja, wenn du magst. Genau, ich kann ihm jetzt seine Waffen geben und ich kann auch gucken, ob da jetzt irgendwer noch steht, den ich gut treffen könnte mit einer Flammenlanze, ohne dass ich jemanden aus meiner Truppe in Gefahr bringe, ne? Oder hat jetzt jeder einen Gegner von dem? Steht noch ein Krieger, ja. Oder du müsstest, weil Nasir vorbeizuschießen, um den Schamanen zu treffen, ist ein bisschen gefährlich. Okay. Ja, das ist scheiße. Dann renne ich da drauf zu und ziehe mein Schwert und würde erstmal oldschool
mit Waffen kämpfen. Noch steht ja Nasir neben Jalte. Ja, und stimmt. Betet. Du hast ja gerade erst gebetet. Genau, nächste Runde wärst du schneller, ne? Okay, ja, dann könntest du auch für den Schamanen schießen. Ja, dann schieße ich auf den, ja. Mhm, ja. Das sieht gut aus. Jawoll! Mhm. Kann der parieren? Nö. Der läuft. Der sieht jetzt nachher genauso aus wie die anderen. Du wolltest gerade sagen, Flammenlanze im Rücken ist ja hier bekannt. Das ist ein alter Hut. Das macht dann 16 Schaden. Mhm. Aber leider bleibt er nicht brennend. Okay. Ja, der Flammenschlag trifft den Ex-Mensch von hinten im Rücken und ja. Er dreht sich um, ist erstmal ist der Krieger dran, nicht er. Der ist zuletzt dran. Der Krieger attackiert Borealas. Und zwar mit einem Schwanzschlag. Das kommt unerwartet. Ja. Trifft ihn. Ja. Hast du kurz den Stiefel nach vorne pock pariert? Ich würde so sagen, für den Style-Faktor ist es halt, er schlägt mit dem Schwanz nach mir und es ist so dieses, beugt den Oberkörper einmal komplett zurück und wieder nach vorne. Ja. Wie so eine Sprungfeder. Witzig wäre, wenn du jetzt draufgetreten wärst und ihm wäre der Schwanz abgefallen, wie so bei so Echsen, die dann ja, kann auch sein, unter Gefahr ihren Schwanz verlieren. So, der warum nicht gerade? Schamane oder was das auch immer es ist, er dreht sich um, fasst sich so kurz an den Rücken und umfasst dann seinen Stab mit beiden Händen, reißt ihn so in die Höhe. Oh. Und fängt an. Und Nasir ist dran und schießt an Fianna wahrscheinlich wie ein geölter Blitz vorbei. Genau, ich habe jetzt GS 10 und Gewandtheit 19. Mhm. Das heißt. Der Sprinter. Wusch. Genau. Schieße ziemlich stark schnell an ihr vorbei und versuche, dieses Echsenwesen einzuholen. Mhm. Ja, durch die Geschwindigkeit schaffst du das auch in einer Runde, die Distanz zu überbrücken. Kannst dann in die nächste Runde attackieren. Und Borealas ist dran. Gut, ich versuch's nochmal mit einem Sprungtritt. Mhm. Jetzt, wo ich ja quasi guten Stand hab. Also er schnellt quasi aus der Bewegung hoch. Oh, das gibt's doch nicht. Nö. Aber da ist ja noch ein Jalte. Ja. Da will springt jemand, dass hoch. Ich die Frevler zur Strecke bringe. Das werde ich wohl tun. Ich höre auf meinen Gott. Ja, Wurfschlag 3, ne? Mhm. Furchtbar. Wems. Wems. 1d20. Pariert. Fängt die Wucht deiner Axt mit dem Speer ab. Geschickt, wie er ist. Und Fianna ist dran. Ja, jetzt steht Dingens dazwischen, ne? Nasir. Ja. Der steht jetzt oder quasi genau vor dem Schaman. Okay. Wer ist mir am nächsten dran, den ich attackieren kann? Es gibt sonst nur noch einen. Okay, dann ist der Schamane mein Opfer. Dann laufe ich einen Schritt
so ein bisschen zur Seite, dass wir praktisch Nasir und ich den zusammen in die Zange irgendwie nehmen können. Ja. Schaffe ich das dann noch mal zu attackieren? Ja. So von der Zeit her, ich habe gerade für die Entfernung gerade kein Ding. Sieht gut aus, würde ich sagen. Ich muss ihm aber, also er könnte das theoretisch parieren. Musst du jetzt sagen, ob er das tut oder ausweichen. Ja, ich versuche mal auszuweichen. Nö. Zehn Schaden und jetzt brennt er. Ja, Nasir sieht, wie an dem vorbei eine Feuerlanze in den Schamanen einschlägt. Er so Feuer fängt und irgendwie so die Gestalt wirklich komplett in Flammen aufgeht und irgendwie so in die Stichflammen so an ihm hochzüngeln. Und er stößt einen Schrei aus, aber erstmal gibt es noch einen Schwanzschlag gegen Borealas. Und da schmilzt das Gold, was er trägt. Ja. Das trifft. Nö. Wird wieder pariert durch. So, und dann ist das, was. Nasir war noch dran, oder? Nee, Nasir war der Erste, der da dran war. Der ist ja gelaufen. Das heißt, aber du bist der Nächste, der da als Nächstes dran steht. Du siehst halt dieses. Du spürst auch das Feuer irgendwie. Die Hitze, die von dem Körper jetzt ausgeht. Der hat halt den Stab ja immer noch so hochgerissen. Geht jetzt in die Knie. Irgendwie, weil er brennt ja. So, und in dem Moment schießt eine Wasserfontäne von hinten, von dem, also aus dem von der Strandnähe in die Höhe. Erfasst euch, also ihr werdet halt komplett nass, und du siehst, dass irgendetwas Großes sich aus dem Wasser raus erhoben hat, was diese Fontäne ausgelöst hat. Und siehst ein riesiges Maul einer Seeschlange, die irgendwie aus dem Wasser hochgeschossen ist. Als Herr damit. Ja, und du bist dran. Ja, da ist der Priester jetzt gelöscht. Dann versuche ich den mal noch von seinem Leiden zu befreien. So Brandwunden sind ja widerlich und der muss ja nicht leider länger leiden, als er soll. Ah. Man gerne helfend dabei. Das. Puh, dachte, das wäre 19. Hast du zweimal gewürfelt? Ja. Du hast direkt einen Schaden mitgewürfelt, ne? Ja. Genau, richtig. Ja, wie viel? Das sind 16 Schaden. Ja, dann darfst du mal beschreiben, wie der gelöschte Priester seinen letzten Atemzug verbringt. Ja, wenn der seinen Stab hochreißt. Das ist die Frage, ist er am Rücken zu mir oder mit der Nee, der steht vorwärts, der ist halt irgendwie auf die Knie gegangen durch die Flammen schon, weil da war halt total angegriffen, hat halt noch den Stab hoch irgendwie noch gerissen, dann kam diese Fontäne und dann kannst du, ja. So. Ja, dann stehe ich einfach hinter ihm, genau, stehe ihm in den Nacken rein, die Klinge wird vorne am Hals rauskommen. Dann hast du noch so ein Röcheln und dann kippt er vorne über in den Schlamm. Kurzer Schnick aus dem Handgelenk, um das Blut von dem Rapier runterzumachen, und dann schaue ich mir mal das Monster an, das da gerade aus dem Wasser kommt. Wie nah ist das? Wie sieht das? Ja, du stehst ja relativ nah am Strand, da wo ihr mit dem Boot angelegt seid, und da ist es halt jetzt aus dem Wasser rausgekommen. Das würdest schätzen, das ist eine. Moment, wie stand irgendwo, wie groß das Ding ist. Und das sieht auch so aus, als wenn es. 80 Schritt lange Seeschlange. Sieht doch so aus, als wenn es mich sehen würde und angreifen wollte. Das ist halt so rausgeschossen, dieses offene Maul, und schlägt jetzt gleich, wenn es dran ist, macht das was. Ja. Also momentan steht dieses offen geöffnete Maul mit einem Röhren noch in der Luft. Während du dahin, sich so einen Schritt neben den und dann. Und dann. Würde ich noch schnell meinen Kopf rumdrehen. Lauft! Ja. Und Borealas. Da das ja mit dem Sprungtritt die ganze Zeit so gut funktioniert hat,
Mhm. In der Theorie. Also der erste Hieb kommt seitlich und gleitet frontal an dem Speer ab. Ja. Dann kommt eine halbe Drehung mit dem Fuß, er setzt nach, schlägt von unten nach oben und trifft. Aha. Theoretisch. Ja, trifft. Ach, Quatsch. So. 8. Mhm. Dann ist Jalte dran. Also der Frevler steht noch, ja? Mhm. So. Auf Schlag 3. Ja. Moment. Ach ja, du musst auch bestätigen. Ja. Ich kann ja auch noch gut würfeln. Aber nicht so. Ja, bitte. Boah, ich werde den so zerteilen. Ja, Ex-Mensch-Frikassee. Mhm. 36. Ja, genau so. Ich glaube, Borealas fliegen dann noch so ein paar Schuppen, irgendwie Schuppenstücke so um die Ohren. Ja. Und Fianna ist dran. Ja, also das Ding ist da jetzt am Strand, türmt sich da auf, mhm, über uns alle irgendwie. Ja. Es kriegt hoffentlich gleich Feuer in die Schnüsse. Hoffe ich. Auch für dich. Mhm. Es kriegt Feuer in die Schnüsse. Ja, ausweichen kann das Ding nicht. Dafür ist es viel zu groß. Und es brennt leider nicht weiter hinterher. Mhm. Ja. Dann wird bei Nasir, der ja vorne steht am Ufer, Folgendes passieren. Dieses große Maul senkt sich so nach auf dich herunter und dieser dicke Leib prallt neben dir so schwer auf dem schlickigen Boden auf. Und der ganze Boden bebt unter dir. Und ich schau mal, ob es dich trifft mit dieser zerquetschen Attacke. Oder ob es wirklich komplett neben dir ist. Moment, wo ist denn die Attacke? Da. Nein, trifft dich nicht. Ja, so einen Satz auf Seite machend. Und ja, du siehst jetzt, wo der Kopf halt direkt neben dir in den Schlick aufsteigt. Das Ding ist anscheinend geblendet, weil es stecken Bolzen, Pfeile und andere Sachen in den Augenwulsten dieses Wesens drin. Hä? Das wollte hier zum Sterben herkommen. Es ist schon geschwächt. Du Anfang. Ja, dann gucke ich mal, ob das irgendwie an der Seite hier Kiemen hat oder diese kleinen Ohrlöcher, die Echsen haben. Ja, so ein Ohrloch wirst du garantiert erkennen. Ja, dann springe ich da hin und steche da meinen Rapier rein. So einfach ergebe ich mich nicht, mein Freund. Wow. 14 Schaden mit einer 3? Oh, cool. Ja. Ja, ich habe halt jetzt im Moment gerade GE19, mache über GE-Schaden, präziser Stich 2. Mhm. Ja. Nur die Anzeige von dem Würfel ist irgendwie falsch. Ich habe 15 gewürfelt, keine 1. Ach ne, ist gelungen, deswegen eine 1, ja klar. Okay. Und dann würde ich zweiten Stich hinterher setzen. Mhm. Nochmal 16. 2 macht aber 2 Trefferpunkte weniger, also nur 14. Mhm.
Ja. Und dann ist Borealas dran. Denn vor dir ist dieses geschnetzelte Echsenmenschen-Ding. Und ganz vorne bei Nasir ist gerade dieses riesige Wesen aus dem Wasser raus. Du bist, glaube ich, das erste Mal, dass Borealas eine Seeschlange sieht. Eine lebende Seeschlange. Ja. Naja, es ist ja irgendwie eine Prophezeiung zu erfüllen. Also, es sagt ja auch sein Orden. Also, irgendwas muss getan werden. Mhm. Was das ist? Ja, keine Ahnung. Prophezeiungen sind halt immer schwammig. Ja, nachdem er so voll gespritzt ist mit Echsenblut, wird er jetzt einfach dann mal darunter stürmen, weil was soll er jetzt gerade noch machen? Er läuft zu Nasir, okay? Und zu dem Wesen. Ja. Vor dem bunt angezogenen Nikil lässt. Ja, Jalte ist dran, läuft wahrscheinlich auch da in die Richtung. Bevor ich den Maraskana hier, also voll des heiligen Zornes, ja. Mhm. Ja, schon klar. Spontan war ja von Zwafnir jetzt. Also, Nasir ist ja eben innerhalb von einer Runde, weil er so unglaublich schnell war, dahin gekommen. Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich 2 Runden brauchen. Aber Fianna ist noch dran. Hast du noch Astralpunkte zum Verschießen? Habe ich noch. Und einen haue ich noch raus. Bevor ich anfange, rauszuhalten. Aber einer geht noch. Nein. Ja. Juhu, geschafft. Ja. Mach Schaden. Fünf, 10 Schadenspunkte. Aber er brennt immer noch nicht. Ja. Dammit. Das heißt, das Ding lebt auch noch und macht noch mal eine Attacke auf der Einzige, der in Reichweite momentan noch ist, ist Nasir. Nein. Rollt nur so rechts und links und schnappt mit dem Kiefer so über dich hinweg. Du hörst diese unglaublich riesigen Knochen, wie so irgendwie. Wenn du dazwischen gewesen wärst, wärst du jetzt Sägespäne wahrscheinlich. Ja, klar. Aber das ist auch blind, das Ding. Das heißt, es macht das relativ ungezielt. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt bei der 1 trifft, 6W20 Schaden oder so. Mm. Ja. Nasir ist aber dran. Ja, dann versuche ich natürlich, bevor es mich tötet, es zu töten. Sofern das geht. Trifft 14. Ja, und magst du beschreiben oder soll ich? Der würde dann, der hat der irgendwie jetzt gerade zugeschnappt, das heißt, der Kopf geht dir so über den Boden drüber und genau die Wucht, mit der der Kopf auf mich zukommt, nutze ich, dass ich wirklich so einen Sprung mache und den Rapier total untypisch wie so ein Speer nach vorne wieder in die Seite, in dieses Ohr treibe und wahrscheinlich durch die Wucht irgendwie mit dem ganzen Arm in diese Ohrhöhle reinkomme und ja, dann der Armlänge plus Rapierlänge, 2,5 Meter, der Rapier in dem Kopf des Viehs verschwindet. Ja, und du merkst, wie unter dir die Muskeln erschlaffen und das Ding mit dem gleichsten Krachen auf den Strand drauf prallt. Und dann ist es ruhig. Ich bleib da liegen. Du hörst nur noch dieses Flatschen auf diesem nassen Boden, weil Jalt und Borealas ja in deine Richtung laufen. Ja. Ja, wahrscheinlich irgendwie total in super Adrenalin hier oben. Mhm. Überall nur Feinherbert dreh mich rum, besudelt mit Ohrschmalz und Blut am Arm und Rapier. Ach, ihr seid's. Ja. Die Seeschlange ist von Nasir getötet worden. Also wenn wir ankommen, dann springe ich die Seeschlange so mit den Füßen an und trete nochmal 5, 6, 7 Mal dagegen. Mhm. Und schreie, bis ich mich halbwegs wieder eingekriegt habe. Ja. Und ja, mir wahrscheinlich auffällt, dass die unglaublich viele Speere und Bolzen im Auge hat.
Ja, auch sonst ist der Leib jetzt, wo man das in Ruhe sehen kann, halt über und über mit irgendwie Speeren und diesen Rotzenbolzen vom Schiffen irgendwie übersät. Ja. Enasir, die kennen wir. Also das ist unsere? Ja. Ha, wir haben sie doch noch gekriegt. Ich halte dir so die Faust hin. Ich wollte gerade sagen, ich halte dir Torwaller Faust hin. Nice. Sehr gut. Nice. Ah, haben wir gut gemacht. Aber derweil etwas weiter in dieser Höhle drin, Fianna ist auf die Knie gesunken, ist völlig fix und fertig, reibt sich die Schläfen und zittert so ein bisschen vor Erschöpfung. Und kann da jetzt gar nicht erst mal hinlaufen oder irgendwie groß dran teilnehmen. Sieht das, nimmt das zur Kenntnis und sackt dann irgendwie in sich zusammen und ist völlig durch mit der Welt. Das war zu viel. Borealas begeilt hier an. Gewalt ist eine Lösung, Bruderschwester. Wenn es sein muss, ja. Nicht immer. Ein beeindruckender Arm und ein beeindruckendes Axtblatt. Eure Sache gut gemacht. Bleibt die Frage, was ist mit dem Ritual? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber eine Sache haben wir noch zu erledigen. Dann schnitt er den Rapier ab, auch wenn der auf keinen Fall jetzt sauber ist, steckt den wieder ein und geht wieder zu der Pyramide, wo er der Kadaver des Delfins liegt, noch liegt. Mhm. Und versucht den irgendwie... geht Richtung Wasser, auch wenn es jetzt hier kein geheiligter Ort ist, aber besser das als auf diesem blöden Altar. Ich helfe ihm. Ja. Zurück ins Wasser. Genau, da ein Grabsegen nochmal sprechen, weil zumindest das Wasser für mich eher als Grab gilt für ein Meereslebewesen als ja. Ist sowohl der Charybdis-Rot als auch dem Effort heilig, das Wasser. Ja. Spirit. Ja, Shaya kommt irgendwie dann dazugelaufen und meint dann so zu dir, wie wär's, wenn wir es auf dem Meer draußen ins Wasser schmeißen? Hier bei diesem unheiligen Loch im Boden. Und wo die schaut so auf die Seeschlange, die Handlanger Charybdis-Rots an Land gehen, um zu sterben. Ich glaube nicht, dass es hier Ruhe findet. Aber genau dort, wo die Handlanger Charybdis-Rots verenden, ihre Macht aufgeben. Es aber ist gut, ein heiliger Ort für diese Wesenheit. Ich fühle das tief in mir drin. Na gut. Dann nehmen wir mit raus aufs Meer. Danke für deinen stets weisen Rat. Ihr werdet das nicht hören, aber so leise brumm ich da vor mich hin, während ich kann gar nicht mehr laut reden, aber und vielleicht geht der Graben auch echt bis in die Niederhöhlen, ich würde es auch lassen. Ja. Habt ihr jetzt einen Delfin mehr drin als in der Niederhöhlen? Ja, ich glaube, Jalte hätte dann da was gegen. Ja, natürlich, ich auch. Ja. Also sie auch. Und die Axt muss ich eh noch sauber machen. Ja. Ich würde die Axt gar nicht so schnell sauber machen, weil Jalte natürlich auch noch weiß, ihr wollt ja Seeschlangenzähne haben. Nee, ja, aber dafür nehme ich einen Dolch, glaube ich. Ja, ein Dolch ist... Oder? Das Ding ist, ne, was habe ich Ihnen gesagt? 80 Schritt lang. Also ein Dolch ist halt... Du musst lange beschäftigt zum Zahnarzt. Aber ich habe ja auch noch einen Beil. Also ob ich da jetzt meine Streitaxt für benutze, ich glaube, die brauche ich, um... Okay. Um was anderes zu tun, also... Aber es ist jetzt halt eure Chance, jede Menge Seeschlangenzähne zu bergen. Und ihr ladet wahrscheinlich euer Beiboot damit voll. So viel ihr mittragen könnt. Und verlasst dann die Grotte oder wollt ihr noch irgendwas machen? Decke zum Einsparschutz bringen werden wir wohl nicht schaffen, von daher... Das wird schwer, ja. Außer da muss vielleicht wirklich noch wer dieses blöde Ritual machen. Nicht wir hauen jetzt ab, aber nein.
Wir müssten da vielleicht mal noch was kleben. Was denn? Du hattest da was gesagt. Wegen der Prophezeiung und was finden und so. Weil da würde er schon nachgucken. Ich weiß gerade nicht mehr, von daher sag mir noch mal kurz, was ich gesagt hatte. Ich muss schon etwas länger her. Zähne. Ja. Nee, das war die Prophezeiung der Maraskana. Da ja, sag noch mal ganz kurz, was das war. Ich weiß es nicht mehr. Die Waffen. Ja. Ja. Lassen wir das erstmal raus und dann, das passt jetzt an dieser Stelle nicht. Ich denke, das machen wir gleich irgendwie auf. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Gut. Ich bin schon seit einer halben Stunde in die Haie. Ja, gut, dann verlasst ihr die Grotte, wie ihr auf dem Wege, wo ihr gekommen seid. Erklimmt wieder das vor der Grotte kreuzende Schiff. Wie hieß es noch? Merkt das jemand, dass ich da sitze und gerade nicht mehr kann? Ja, klar, hilf die haben dich ja hoch? Klar, sicher. Sind ja noch genug Leute da. Also, versprochen. Ja. Ja, die Tiger von Maraskan beschreibt sie wieder. Fianna kann sich ausruhen an Bord dieses Schiffes. Wie auch immer, ob das sonderlich gut ist für die Erholung, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und Kapitän Kottnas nimmt Kurs auf Beskan, was Borealas als die Affeninsel kennt. Eine berühmt-berüchtigte Insel für Piraten. Und ja, damit ist die Suche nach Harangas Kindern abgeschlossen. Für dieses Mal. Und ja, wir sind einen Schritt weiter. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Crew um Kapitän Feliasson und was die Tiger von Maraskan an der Affeninsel noch erwartet. Und ob Jalte seinen Beinamen bekommt, genau. Und was Borealas da an Waffen finden wollte und so. Das können wir beim nächsten Mal dann gerne dann bespielen. Aber für heute war es das. Und ich danke euch fürs Spielen. Mir hat das diese gruselige Grotte zu beschreiben, hat mir irgendwie ganz Spaß gemacht. Es war so ein bisschen Cthulhu-esk. Und das Ritual, ob das jemals wieder vervollständigt wird oder ob ihr jetzt einen Erzdämon auf Dere losgelassen habt. Das ist jetzt natürlich die nächste Frage, aber das werden unsere Helden wahrscheinlich nicht mehr, zumindest heute nicht mehr mitbekommen. Aber wenn nächstes Mal ganz Maraskan gefressen wird oder so, das fällt bestimmt auf, wenn wir auf der Nachbarinsel sind. Ja, wenn wir die Helden mitreißt, oder? Auf jeden Fall habt ihr euch ein paar mächtige Feinde gemacht. Aber gut. Mal sehen. Ich befürchte, der Friedhof der Seeschlangen könnte ein Ort sein, in dem Schwarzmagier versuchen, Tore in die Niederwellen zu öffnen. Die müssten ja ganz schön bescheuert sein, um so. Ja, ihr bekommt auf jeden Fall alle 400 Abenteuerpunkte nach alter Rechnung, das heißt 40 nach neuer Rechnung. Wow. Ich wollte schon gerade sagen, 400. Halbgott-Mode. Ja. Und damit könnt ihr, glaube ich, ganz gut was anfangen. Und ja. Bis zum nächsten Mal auch ein bisschen was steigern. Und außerdem könnt ihr euch einen Feind notieren auf euren Charakterbögen. Nämlich den Charybdiroth-Paktierer Cho-On-Tak. Und der ist es. Den habe ich doch gerne als Feind. Nur, dass du es nicht vergisst. Also, dass ich es nicht vergesse. Deswegen kannst du es denotieren, damit ich es nicht vergesse. Ja. Na klar.
Okay, ja, ich schaue noch mal kurz, wer... Wie heißt der Futzi noch? Ich schreib's mal in den Chat rein. Cho on Tack. Also, das erste sollte kein Ab und kein... Das ist auch so ein Abtrennungsapostroph. Kein Betonungszeichen. Ja, gut, dann schaue ich noch mal ganz kurz, wer denn heute alles noch live bis jetzt ausgehalten hat und unserer kleinen Tuluiden-Erzählung gelauscht hat. Es lädt. Oh, jede Menge Leute dabei. Ich habe gesehen, es ist Feder da und Feramin und Chroma und Daune, Dollar Power D-Rex, Nilchen, Redpack, Sifaka, Sentriel, Shamasa, Spoon, Sturmkrähe und Tate. Ja, cool, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr es später nachschaut auf YouTube, schaut doch mal, ob ihr uns einen Kommentar hinterlasst unten in den Kommentaren. Das hilft uns immer sehr und motiviert uns fürs Weiterspielen. Und ja, so einen Daumen hoch nehme ich nebenbei dann auch noch. Das ist ja dann auch nicht mehr viel Arbeit für euch. So ein Klick. Und das Glöckchen. Und ein Abo und das Glöckchen. Ja. Ja, müsst ihr selber wissen, ob ihr das machen wollt. Ja, es gibt auch noch bis Mai noch die Challenge bei mir, wo ihr eine Karte für die NerdCon gewinnen könnt. Das habe ich gehört von einigen Leuten, dass sie das abhält, Kommentare zu schreiben, weil die sich der Herausforderung und dem Wettbewerb nicht stellen wollen. Denn diese ist ja im Prinzip ist es ja ein kleiner Wettbewerb. Also bitte, wenn ihr die Karte sowieso nicht gewinnen wollt und auch sonst, ne, also ist völlig Wurst, Hauptsache, ihr kommentiert wegen der Runde und nicht wegen der Karte. So. Macht einen Tag dabei, kein Hashtag keine Karte. Ja, keine Karte oder außerhalb der Wertung oder Hashtag so. Hashtag kein Gewinnspiel. Ja, also ich hoffe, das hält keinen davon ab, weil er irgendwie in Konkurrenz sich sieht mit anderen Leuten, die kommentieren. Das ist völliger Unsinn. Es ist einfach dieses kleine Spielchen, wie ich es jetzt mal nenne, ist einfach ein Dankeschön zurück an die Leute, die immer sehr viel schreiben und sehr coole Kommentare hinterlassen. Und das soll auf keinen Fall irgendjemanden jetzt dazu anregen, jetzt sich an irgendeiner Art einem Wettbewerb ausgeliefert zu sehen. Also kein Ding. Oder ihr wartet einfach bis nach dem Mai und schreibt mir danach einen Kommentar. Das geht auch. Ja. Gut. Schon mal einen Tag Urlaub nehmen zum Kommentare schreiben. Ja, genau. Und dann muss ich ja auch noch auf alle antworten. Ich erwarte jetzt eine Kommentarflut im Mai. Sofort. Ja, die Infos zur NerdCon findet ihr tatsächlich im Nordpol-Forum. Da läuft auch die ganze Zeit die Adresse durch. Und falls ihr generell Interesse habt an Pen-and-Paper-Rollenspiel, da ist auch die erste Anlaufstelle, würde ich sagen, für Online-Pen-and-Paper. Jeden Tag findet ihr da in unserem Eventkalender einen neuen Rollenspiel-Stream. Nicht nur von mir, sondern auch zum Beispiel vom Mischka oder vom Rerion. Vom Rerion, genau. Ja, Rerion spielt ja demnächst auch Vampire Dark Ages, habe ich gehört. V20. Und ja, der Mischka spielt eigentlich alles kreuz und quer, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und Pen and Paper ist. Das spielt der Mischka. Ich habe noch nie Starfinder gespielt, zum Beispiel. Ja, noch nicht. Wenn ihr wissen wollt, wer was spielt von uns, guckt auf dem Nordpol-Kanal. Da ist das Questbrett heute erschienen. Für die nächsten 14 Tage, jeden Tag, was auf dem Nordpol läuft. Ja, genau. Also einfach mal da ein bisschen rumgucken. Wenn ihr selber mitspielen wollt oder so, da auf dem Nordpol findet ihr auch immer Leute, die bereit sind, Neulinge im Spiel oder so mal kurz in einem One-Shot oder so mal unter die Fittiche zu nehmen. Und vielleicht findet sich da auch länger andauernde Runden. Viele jetzt, die hier in den Kommentaren drin sind, so die Feramin oder so zum Beispiel, haben vor einem guten Jahr oder so auch noch keine Online-Runde gespielt gehabt. Und inzwischen sind sie alle, infiziert. Resistance is futile, sagt der gute Borg immer so. Ja, also,
Hinterlasst uns einen netten Kommentar, schaut auf dem Nordpol vorbei und ansonsten sehen wir uns mit der Phileasson-Saga in 2 Wochen wieder. Und wenn ihr mehr sonst von Koali-mäßigen Rollenspielen sehen oder hören wollt, dann schaut ihr am Donnerstag dieses Prelude von Feders Engelchen in unserem Engel-Rollenspiel. Oder nächste Woche Sonntag geht's auch mit der V5 Vampire the Masquerade Blood and Sand weiter. Oder halt dann warten, bis ihr wieder Phileasson gucken könnt. Gut, mehr Werbeblock Ende und ich wünsche euch allen eine schöne gute Nacht. Gute Nacht.